Live aus Köln. Ihre Meinung. Wendepunkt Silvesternacht. Sind Flüchtlinge noch willkommen? Darüber diskutieren 100 Zuschauerinnen und Zuschauer, Politiker und Experten. Ihre Gastgeberin ist Bettina Böttinger. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie zugeschaltet haben. Ich bin sehr gespannt auf diese Live-Sendung, Ihre Meinung. Und hier sind wie immer ungefähr 100, 110 Zuschauerinnen und Zuschauer versammelt, die ihre Meinung sagen wollen. Thema haben Sie schon gehört. Es geht um den Wendepunkt Silvesternacht. Sind Flüchtlinge noch willkommen? Fragezeichen. Es wurden 1.205 Strafanzeigen gestellt, nachdem es auf dem Kölner, vor dem Kölner Hauptbahnhof, vor dem Kölner Dom zu massenhaften Übergriffen, vor allem gegen Frauen, gekommen war. In jener Silvesternacht, die man schon fast historisch nennen kann, muss man sagen. Und die Bilder, die um die Welt gingen, die haben sich eingeprägt. Das ist da unten noch gefährlicher als hier oben. Die Baller mit den Raketen da runter. Mir ist die Luft weggeblieben und da kommt dann schon so ein bisschen Panik in einem hoch. Ja. Ich habe wirklich Todesangst in dem Moment. Tja, über diese Nacht und ihre Folgen möchte ich mit Ihnen heute Abend sprechen. Sie können auch von zu Hause oder von wo auch immer parallel mitdiskutieren auf Facebook. Und wir beginnen jetzt schlicht und ergreifend hier in dieser Runde. Ich blicke mich um, es ist immer so, wer macht den Anfang? Ich bleibe jetzt mal hier ganz vorne ausnahmsweise und beginne mit einer Frau. Sie sind? Katrin Rommel und ich komme aus der Nähe von Paderborn. Sie waren aber nicht in der Silvesternacht auf der Domplatte? Nein, war ich nicht, Gott sei Dank. Sind Sie Mutter? Ja. Hat diese Silvesternacht etwas in Ihnen ausgelöst, was Sie vorher nicht für möglich hielten? Sorge? Ja, ich habe gezielt Ängste um meine Tochter. Ich habe Ängste, aber auch, verstehe ich auch, Ängste der Mütter um ihre Töchter. Man macht sich mittlerweile auch Gedanken, wenn mein Kind abends rausgeht, was zieht es an? Ist das anzüglich oder nicht? Kommt es heil zurück nach Hause oder nicht? Und diese Bedenken und diese Sorgen, die hatte ich vor 3, 4 Jahren noch nicht. Wo kommt das her, hat genau? sich gewandert. Aus Hornbad Meinberg. Und Ihre Tochter selber, wie geht die mit diesem Phänomen um, wenn ihre Mutter Angst um sie hat? Sie versteht es zum Teil, zum anderen Teil versteht sie es natürlich auch nicht. Und diese Sorgen teilen auch viele andere Mütter ja auch. Es entsteht ein Unbehagen, finde ich. Und über dieses Unbehagen bin ich auch froh, dass wir auch heute darüber reden können, wie wir damit umgehen und was sich ändern muss. Ich habe mit Ihnen angefangen, mit einer Dame. Ich danke für Ihre erste Wortmeldung. Ich gehe hier einfach mal weiter, die Tische entlang und gucke, hier meldet sich jemand, hier an dem Tisch meldet sich jemand. Ich möchte jetzt mal einen Mann haben, deswegen komme ich zu Ihnen. Sie sind? Mein Name ist Bauer. Ich komme aus dem schönen Sauerland und ich habe 20 Jahre in Köln gelebt. Aha. Und war natürlich genauso schockiert, weil man ja das in Köln nicht kannte. Und es ist schon eigentlich bedrückend, wenn man heute in so einer großen Stadt sich nicht mehr sicher fühlen kann. Haben Sie selber das Gefühl, als gestandener Mann, Sie können sich auch nicht mehr sicher fühlen? Also ich selbst nicht. Gut, zu der Zeit, wo ich noch hier wohnte, war es schon so, dass ich gewisse Dinge natürlich, 1, 2 Plätze in Köln nachts vermieden habe, ganz klar. Aber das ist in jeder Großstadt so. Aber natürlich, dass auf der Kölner Domplatte, wo so viele Menschen sind, so viel passieren kann, hätte ich mein ganzes Leben niemals gedacht, dass das möglich ist. Hat das Ihr Vertrauen in die Polizei erschüttert? Ich war 2 Stunden vorher in Köln und bin heute durch Köln gelaufen und habe fremde Polizisten, die ich nicht kannte und die mich nicht kannten, gefragt. Habe gesagt, wie sehen Sie es denn als Polizist? Und zusammenfassend kann ich sagen, erschütternd, die Erklärung war eigentlich, die Polizisten sagen, in den Medien wird das, was wir erleben, nie gebracht. Und das ist das, wo viele Menschen heute den Eindruck haben. Das nehme ich jetzt mal als persönliche Meinung dieses Polizisten, der jetzt nicht hier ist. Aber das sind mehrere. Also ich habe mehrere gefragt. Aber haben Sie denn verstanden, was die Polizisten meinten? Ja, die meinten, dass eben ihr Leben oder dass diese Gewalt, die unterwegs ist, die wird einfach nicht in den Medien gebracht. Mhm. Und das ist das, was mich auch sehr erschüttert hat am heutigen Tag. Ich bin extra bewusst durch Köln gelaufen. Und habe nicht irgendwie, ich habe einfach den Polizisten gefragt. Um sich selber ein Bild zu machen. Also nicht nur einen. Ich habe mehrere gefragt und habe dann daraus eben halt dieses Fazit gezogen. Danke, das war Herr Bauer, wenn ich es richtig höre. Ich komme zu Ihnen. Sie sind?
Ute Holte aus Krefeld. Frau Holte. Und auch Ex-Kölnerin. Ich habe eine ganz andere Meinung. Ich finde, dass dieses Ereignis zu hoch gespielt worden ist. Mhm. Das ist ein einmaliges, Dankeschön, ein einmaliges Ereignis, wo sich eine Gruppendynamik entwickelt hat, die sich halt, es tut mir leid für die Betroffenen, also sicherlich habe ich da Mitgefühl. Aber wenn ich provokativ sein will, wenn er sagt, sowas hat er noch nie erlebt, gucken Sie sich doch mal im Kölner Karneval um. Fragen Sie doch mal die jungen Mädchen, wie das in Düsseldorf in der Altstadt abends aussieht. Die erleben das dauernd und da wird überhaupt nicht von gesprochen. Mhm. Aber jetzt passiert dieses Ereignis. Mhm. Die Frauen rüsten auf, Waffenscheine werden bestellt. Es ist sonst nichts weiter passiert eigentlich. Was glauben Sie denn, wodurch ist es ausgelöst worden, dass es in Ihren Augen so hochgespielt worden ist? Soll ich das sagen? Ich könnte mir noch vorstellen, dass das von rechter Seite provoziert worden ist. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Das ist, tut mir leid. Ja, ja, ist okay. Weil Sie meinen, da ist so eine Provokation mit verbunden gewesen? Jungs, fahrt mal nach Köln, da ist immer was los. Da kann man vielleicht ein bisschen Highlife machen. Dazu möchte ich noch sagen, ich betreue seit 10 Jahren eine Flüchtlingsfamilie. Ja. Hab also auch den Eindruck, das ist genau. Sie gehören dazu? Sie gehört dazu und hab ganz andere Eindrücke. Ja. Und auch Ilham sagt, sie hat überhaupt noch nichts erlebt. Möchten Sie dazu was sagen? Trauen Sie sich? Ja, ne? Wenn Sie schon mal hier sind. Wie sind denn Ihre Erfahrungen in den letzten Jahren gewesen? Sind Sie gut angenommen worden? Sehr gut sogar angenommen worden. Ich habe noch nie Probleme mit irgendjemandem gehabt, sei es Deutsche, sei es Flüchtlinge, sei es Ausländer. Das war vollkommen egal. Aber seitdem das passiert ist, jetzt hier mit der Silvesternacht, kriegt man manche Blicke auch anders zu geworfen, sag ich mal. Mhm. Wir waren letztens ein Beispiel hier in Köln. Wir sind in die Kirche reingegangen, wollten gerne eine Kerze anmachen und jeder hat einen kleinen Wunsch, dann wünscht man sich halt was. Und dann wurden wir sehr, sehr provokant von einer Frau angeguckt und darum gebeten worden, ob wir rausgehen können, weil wir nicht gewünscht waren, sag ich mal. Und das tut auch natürlich für einen selber weh. Ich bin selber ein Flüchtlingskind und wenn immer wieder über Flüchtlinge geredet wird und es haben manche. Es war eine Gruppe, die das gemacht hat. Aber das heißt nicht, dass das alle Flüchtlinge sind. Sie meinen, das wird zu sehr verallgemeinert. Genau, und ich fühle mich auch angegriffen dadurch. Ja. Danke für die Äußerung. Sie haben sich gerade zu Wort gemeldet, habe ich gesehen. Ich gehe jetzt ein bisschen von dem inneren Kreis weg. Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Abend. Ich bin Wladimir, Judin aus Wesel. Klar, nicht alle Flüchtlinge sind schlecht. Auf jeden Fall nicht. Und alle Menschen hier und Zuschauer in Deutschland, die haben auch Herz, Menschen zu helfen. Was Silvester Nacht passiert, ist schreckliche, etliche Straftaten. Ja? Aber nicht nur diese Kriminalität, steigende Kriminalität, ich möchte betonen, steigende Kriminalität. Es gibt ja breite Palette von Aspekten, die stellen für uns Frage, ob die Flüchtlinge noch gekommen, also noch willkommen sind. Mhm. Ja? Das genau ist die Frage, die wir heute Abend stellen. Heute Abend. Was ist Ihre Antwort? Sind sie noch willkommen oder nicht? Also wir haben nicht so viel Zeit. Viele Menschen möchten sich äußern. Aber wie gesagt, steigende Kriminalität, Terrorismus. Alle wissen von Terrorismus, aber leider nicht alle verstehen, welche Gefahr kommt an uns. Mhm. Arbeitsplätze, Gefährdung, ja? Ist unsere einheimischen Menschen alle Arbeit haben? Mhm. Nein. Okay. Nein. Okay. Darf ich da unterbrechen? Weil das sind schon drei große Aspekte. Kriminalität, Terrorismus und Arbeitsplätze. Und Sie haben gerade schwer geatmet, das habe ich gerade gehört. Ja. Entschuldigung. Moment. Ihre Überzeugung ist, dass es sehr gefährlich ist. Das haben wir verstanden. Und Sie haben schwer geatmet. Sie sind? Ulrich Schlieg aus Lattbergen. Und ich sage, man soll nicht alle Flüchtlinge unter Generalverdacht stellen. Ne? Nicht alle. Wir müssen das mal unterscheiden. Was da jetzt in Köln passiert ist, ist wirklich schlimm für die Frauen. Gar keine Frage für jede Einzelne, aber das ist eine Minderheit, die da gewesen ist.
Zu uns sind über 1 Million Menschen gekommen. Und dann müssen wir letztendlich gucken, aus welchen Kulturen kommen die hierher? Was haben wir damit richtig gemacht? Wir müssen auch mal unterscheiden zwischen Kriegsflüchtlinge und Wirtschaftsflüchtlinge. Und auf Ihre Frage, sind Flüchtlinge noch willkommen? Natürlich, bei mir ist noch jeder Flüchtling willkommen, weil ich ja auch, wenn ich in das Land reise, auch von den Menschen und von der Bevölkerung willkommen geheißen werden möchte. Gut, das war Widerspruch gegen Sie. Ja. Ich muss da weiter. Jetzt würde ich aber gerne eine Frau noch mal fragen. Jetzt waren hier männliche. Darf ich zu Ihnen kommen? Ja. Vera Witte aus Düsseldorf. Okay. Ich habe mir eine eigene Meinung gebildet und habe in einer Flüchtlingsunterkunft mich gemeldet, bin seit einem Jahr ehrenamtlich dort tätig. Habe erst gedacht, nee, da hast du keine Zeit für Ehrenamt. Und ja, nach der Arbeit in einer tollen Gruppe und ich habe tolle Menschen dort kennengelernt. Und ja, es sind zu 80% in der Unterkunft Männer. Und in dem Sprachunterricht, den wir da geben, sind da auch nur Männer. Aber ich habe auch anfangs gedacht, oh, wie ist das? Aber nette Leute und höfliche Leute und ich habe keinerlei Angst, da zu sein. Und ich finde, wenn man sagt, Flüchtlinge sind willkommen, ja, weil was sind Flüchtlinge? Die müssen ihre Heimat verlassen vor Krieg und vor Armut. Die müssen vielleicht durchs Mittelmeer erstmal ihr Leben sag ich mal, aufs Spiel setzen. Und ich sag mal, da sollten wir einfach nette Nachbarn sein und sagen, ja, wir heißen euch willkommen. Und ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht und möchte das einfach weitergeben, weil viele Leute sagen, ja, da hat man Angst. Und ich denke mir, hast du jemanden kennengelernt? Ja. Darf ich nochmal zurückgehen auf den Film, also auf die Silvesternacht? Ja. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Ja, als Frau hätte ich mich da auch furchtbar gefühlt, aber auch wie gerade schon gesagt wurde, es gibt einfach gewisse Ecken, wo man als Frau sich abends nicht wohlfühlt, die gab es schon immer und durch diese Silvesternacht hat sich das für mich nicht verstärkt, aber man ist umsichtig, aber das ist jetzt nicht Generalverdacht, alle Flüchtlinge sind das, also meine Meinung ist das nicht und für mich sind Flüchtlinge weiterhin willkommen. Vielen Dank, Vera Euter. Sie sehen jetzt schon, meine Damen und Herren, dass das Meinungsspektrum sehr, sehr weit ist hier heute Abend. Jetzt begrüße ich meine beiden Experten in Anführungszeichen. Sebastian Fiedler, einen schönen guten Abend. Sie waren schon guten mal Abend. Hier. Der Chef, sage ich jetzt einfach mal, Bundes der Kriminalbeamten in Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Bundesvorsitzender, Herr Bosbach. Schön, dass Sie da sind. CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Innenausschuss. Herr Fiedler, wir haben eben eine Äußerung von Herrn Bauer gehört, war der Name. Er sagte, er hat mit Polizisten Kontakt gesucht, gerade heute in Köln. Und die sagen auch, wir sind einer gewissen Aggression ausgesetzt und darüber wird gar nicht berichtet. Können Sie das nachvollziehen, was er gesagt hat? Wenn die Kamera mich eingefangen hätte, hätte sie mein Stirnrunzeln eingefangen, weil mich das wirklich wundert. Also gerade die Silvesternacht ist eigentlich eine Zäsur in der Berichterstattung gewesen, meines Erachtens. Das bestätigen im Übrigen alle Gespräche, die ich mit Redakteuren auch geführt habe. Das heißt, es wird so offen über Kriminalität diskutiert, wie heute Abend hier, wie also in den letzten 10, 20 Jahren im Vorfeld nicht. Deswegen wundert mich eine solche Wahrnehmung schon. Also wir haben von einer Bochumer Polizistin ein Buch präsentiert bekommen, die aus ihrem Leben im Alltag berichtet. Also wenn man den Vorwurf an die Medien, wenn es einen gibt, den man nicht richten kann, dann ist es sicherlich, dass wir jetzt nicht mehr hinreichend über Kriminalität diskutieren. Deswegen sind wir ja unter anderem heute Abend auch hier und hören uns die unterschiedlichen Meinungsfacetten an, die man allerdings, glaube ich, in den Teilen sortieren muss, ist mein Eindruck. Da gibt es durchaus ein paar Aspekte, die so ein bisschen durcheinander geraten sind, meine ich. Beispielsweise die Frage, mit welchen Zuwanderungsgruppen wir es zu tun haben. Das klang gerade an. Wir haben es bei Kriegsflüchtlingen unheimlich wenig zu tun, wir in unserer Arbeit. Tauchen also beispielsweise Syrer tauchen unterproportional tauchen die auf in der Kriminalität. Wir haben da sogar eine Statistik, ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon abrufen können. Da sieht man ganz deutlich, dass gerade die syrischen Flüchtlinge, was die Proportionen angeht, zu anderen Gruppen sehr weit unten in sind der Köln auch nicht beteiligt gewesen, im Übrigen, wenn es darum geht. Deswegen muss man auch die Kölner Ereignisse noch mal ganz gesondert bewerten und nach den Ursachen dort suchen. Wir haben das hier vom vergangenen Jahr einmal aufgelistet. Sie sehen, dass in der Gruppe der Zuwanderer, die Zuwanderer aus den Maghreb-Staaten, Tunesien, Algerien, Marokko, sehr gering ist. Es ist eine Gruppe von nur 2,4%. Und bei den Tatverdächtigen aller Straftaten der Zugewanderten haben sie immerhin einen Anteil von 14,5%. Das sind ja mal Zahlen, die sind überprüft. Und die Syrer, ist die größte Gruppe der Zuwanderer mit knapp 40%. Die haben aber sozusagen umgekehrt proportional nur in Anführungszeichen einen Anteil von 9,1% der Tatverdächtigen bei Straftaten. Also wir sehen bei den Maghreb-Staaten extrem viel, wenn man es vergleicht, und in Syrien extrem wenig. Das sind übrigens Zusammenhänge, die wir im Januar dieses Jahres schon aufgezeigt haben, die sich im Grunde immer nur verfestigt und bestätigt haben. Und das macht auch deutlich, dass wir hier die Themenbereiche auseinanderhalten müssen, meines Erachtens schon alleine deswegen, weil wir natürlich die Flüchtlinge, die aus dem Krieg hier zu uns kommen, schützen müssen und aus diesen Debatten hier raushalten müssen, die mit Kriminalitätsfragen zu tun haben und die mit der Kölner Domplatte zu tun haben. Ja.
Das ist ja sozusagen der erste Diskussionspunkt heute Abend, diese unmittelbaren Folgen der Silvesternacht und ob und inwieweit sie die öffentliche Meinung beeinflusst haben. Herr Bosbach, das war natürlich eine Nachricht, man traute seinen Augen nicht, wenn man die Berichte hinter dem Fernsehen gesehen hat. Ich weiß, ich war zu der Zeit Silvesterurlaub im Ausland und sah dann auf BBC diese Bilder und habe gedacht, das kann nicht sein. Und meine Frage dort im Urlaub war, was hat denn die Polizei gemacht? Ich wusste ja noch gar nicht, was eigentlich passiert war. Ich sah nur die Bilder. Was glauben Sie, wie hat diese Nacht die in Anführungszeichen Willkommenskultur das Anteilnehmen der Bevölkerung verändert? Die Nacht hat nicht alles, aber sehr, sehr vieles verändert. Übrigens hat der Fiedler völlig recht. Die Berichterstattung war danach viel intensiver, auch in manchen Aspekten etwas kritischer als vorher. Man konnte plötzlich offen auch über Probleme sprechen, ohne dass man sofort reflexartig in die rechtsradikale oder ausländerfeindliche Ecke gestellt wurde. Es war in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein Ereignis, Gott sei Dank, ohne jedes historisches Vorbild. Und ich bin schon etwas überrascht, wenn gesagt wird, also so viel ist ja dann noch nicht passiert. Die Anzahl der Straftaten kennen wir nicht. Wir wissen, dass 1200 Straftaten zur Anzeige gebracht wurden, darunter 500 Sexualdelikte. Ich bin schon am Neujahrmorgen informiert worden. Ich war auch im Ausland, weil die Tochter eines guten Freundes von mir unmittelbar in diese Turbulenzen hereingeraten ist. Ich persönlich glaube, dass es kaum möglich ist, aus der Entfernung das wirklich objektiv zu beurteilen, was die jungen Frauen in dieser Nacht auf der Kölner Domplatte oder im Hauptbahnhof erlebt haben. Es war ein gravierendes Ereignis. Ja. Panik im Grunde genommen. Ja. Ich habe hier übrigens, ich habe mir das hier rausgesucht, das wird wahrscheinlich alle interessieren, das ist eine Zuschrift, eine Mail von einer Zuschauerin, Martina Hofmann, die heute geschrieben hat, es würde mich freuen, wenn Sie in der Sendung auf folgende Situation hinweisen. Unter anderem haben am 16. Januar schon 350 Syrer auf dem Bahnhofvorplatz gegen Gewalt an Frauen demonstriert. Ja, das war, und es gab den Bericht einer Amerikanerin, die in Köln war in der Nacht und die von einer Gruppe von Syrern sozusagen beschützt dort hinausgeführt worden ist. Also trotzdem war es sicherlich schlimm. Und das noch zur Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben. Es war ja nicht nur Köln, es war auch Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, auch München. In anderen Großstädten, aber also, nirgendwo so schlimm wie in Köln. Das ist wohl wahr. Wo war denn der Unterschied zu Köln? Moment. Wo war denn der Unterschied zu den anderen Städten? Warum wird denn nur von Köln berichtet? Weil ich behaupte auch ein bisschen, dass es daran liegt, dass der WDR hier sitzt. Ganz viele Medienpolitiker hier sitzen und die das auch lancieren. Quatsch. Ich finde das ganz verwerflich, was da passiert ist. Aber es gibt viele andere Sachen. Es gibt, weiß nicht, wenn wir zum Beispiel, ich komme aus Aalen, Jörg Arnsen ist mein Name, aus dem schönen Westfalen. Wenn da irgend so ein Knickerbockerverein Fußball spielt zum Beispiel, da stehen 20, 30 Mannschaftswagen von der Polizei und versuchen, die Leute auseinanderzuhalten. Das finde ich auch verwerflich. Ich finde, diese Silvesternacht ist eine Katastrophe gewesen. Für mich hat die aber nichts geändert in der Tatsache, dass die Flüchtlinge willkommen sind hier. Ja, das jetzt muss ich aber trotzdem, an der Stelle muss ich zu einem Gast gehen, den wir heute Abend hier auch sehr herzlich begrüßen, den Chefredakteur des Kölner Stadtanzeiger. Lieber Herr Pauls, wenn Sie so etwas hören, was gerade gesagt worden ist, das ist so von der Presse lanciert worden, das war jetzt auch ganz allgemein, eigentlich war das alles gar nicht so schlimm. Wie rechtfertigen Sie sich? Wir haben relativ früh darüber berichtet, wir hatten hier aber Kölner Verhältnisse. Wir hatten in den Vorjahren, in jedem Jahr rund um den Dom herum diese Zustände. Raketen wurden abgefeuert und jeder Kölner, der bei Sinnen war, ging nicht zum Dom. Wir hatten zusätzlich die sogenannte Antanzer-Szene und wir hatten einen Drogenhandel, der von der Polizei beobachtet wurde. Ich weiß bis heute nicht, welchen Sinn das hatte, aber einige Herrschaften haben sich ermuntert gefühlt. Wir hatten also sozusagen einen additiven Effekt. Es kam noch ein weiterer Faktor hinzu. Ja, aber der Herr hat ja gesagt, es wurde hier aufgebauscht in Köln. Ja, ich versuche gerade zu erklären, was Herr Bosbach mit einem Satz gesagt hat, dass es hier besonders stark war. Mhm. Das hängt mit der vorhandenen Szene zusammen und ganz wichtig, der Dom liegt am Hauptbahnhof und in der Nacht war die Brücke gesperrt, auch aus Kölner Unvermögen, den Zustrom auf die Eisenbahnbrücke zu bremsen. Das hieß, es drängten viele hundert bis tausende Menschen auf den Domplatz, in den Bahnhof hinein und sie konnten nicht weg. Es eskalierte. Dadurch entstand diese Situation. Wir wissen auch, Herr Fiedler wird das bestätigen, dass junge Leute sich verabredet haben. Wir wissen auch, dass aus dieser Menge, aus der heraus diese Taten verübt wurden, dass sich darunter auch zahlreiche Flüchtlinge, normale Flüchtlinge befanden. Das ist gesicherte Erkenntnis.
Hier war halt das meiste zu beobachten und die Medien hier haben das getan, was sie anderswo auch getan haben. Sie haben berichtet. Vielen Dank. Peter Paul, Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers. Also das zu dem Vorwurf, es sei hier besonders aufgebauscht worden in Köln. Es gab hier einfach massive Übergriffe und zahlenmäßig die meisten. Jetzt machen wir eine kleine Unterbrechung in dieser Live-Situation hier, weil wir auf einen Film gehen. Es gibt ja so viele Aspekte und so viele Dinge, über die man reden muss bei der gesamten Flüchtlingsproblematik. Aber eines ist, glaube ich, immer sehr wichtig. Das machen wir heute Abend hier. Miteinander reden. Und unser Reporter Florian Bauer hat genau das getan. Er hat sich auf den Weg gemacht und sehr viele Flüchtlinge und Menschen, die sich mit der Problematik beschäftigen, gesprochen. Eingeladen bin ich. Zum Fußball. Zum Spielen. In einer etwas anderen Fußballmannschaft. Wir sind bei Arminia 09 in Zollstock im Südwesten von Köln. Woher kommen die meisten von euch? Die meisten? Aus Syrien. Aus Syrien? Syrien. Syrien. Afghanistan? Syrien. Es spielen Flüchtlinge. Knapp 60 in zwei Teams, eins in der Kreisliga. Und ich heute beim Training mittendrin. Die Hälfte etwa kommt aus Syrien, viele aus Nordafrika. Und da sind wir beim Thema Silvesternacht. Okay, jetzt rein. Über die haben sie viel diskutiert. Auch Fadi, der kurz vor Silvester aus Syrien gekommen ist und schon Deutsch spricht. Ihr habt über Silvester, was da passiert ist, sexuelle Übergriffe heißt das im Deutschen. Okay. Darüber habt ihr gesprochen untereinander? Das war total schlecht. Und auch für uns. Wir sind hier wie neue Leute hier in Deutschland. Das ist schlecht. Für meine Zukunft auch, weil ich Flüchtling bin. Warum ist es schlecht für deine Zukunft? Haben wir Araber oder so gemacht. Viele, und, ja. Ja, viele. Und ich bin auch Araber. Ja, ja, aber ich habe nicht gemacht. Seit den sexuellen Übergriffen an Silvester, sagen viele hier, würden sie oft anders angeschaut, kritischer. Vor allem die Nordafrikaner. Redouane ist aus Marokko. Viel weiß er nicht über die Silvesternacht, aber er sagt mir, das war nicht schon von Leuten arabisch und so. Nordafrika. Nicht alle Nordafrikaner sind gleich. Unverständnis und Scham. Das fühlen die meisten hier, wenn sie an die Täter der Silvesternacht hauptsächlich aus Nordafrika denken, sagt Ben Messner. Er leitet das Projekt Hope, Hoffnung. Aus Ihrer Sicht, Sie arbeiten ja viel mit Flüchtlingen, hat sich die Willkommenskultur in Deutschland durch die Silvesternacht verändert? Die Willkommenskultur hat sich definitiv verändert. Auch was die Offenheit für Flüchtlinge angeht. Die wenigsten befürworten ja jetzt noch, dass noch mehr kommen zum Beispiel. Auch man sieht es auch an der Anzahl der Ehrenamtlichen, ist ein bisschen zurückgegangen. Aber jetzt geht es halt immer die nächsten Schritte. Die Leute, die da sind, die müssen jetzt halt auch in der Gesellschaft ankommen. Und das ist viel schwerer als integriert werden. Genau, die müssen sollen ja auch ein lebendiger Teil einer bunten Gesellschaft werden. Die bunte Gesellschaft scheint mir gefährdet. Seit der Silvesternacht 2015. Die Bilder von vor knapp einem Jahr. Chaos, Diebstahl, sexuelle Übergriffe. Hunderte Frauen klagen an. Männer, zumeist Ausländer, bestehlen, begrapschen, vergehen sich an ihnen. Auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz. 1200 Anzeigen, 500 davon wegen Sexualdelikten. Ich denke mir, Frauen müssen sich wie freiwillig gefühlt haben. So etwas bislang undenkbar. Tabea Beister und ihre Mutter waren in der Silvesternacht vor dem Dom, wollten hier im Brauhaus Gaffel feiern. Man wusste sofort, es sind sehr viele, ich sag jetzt einfach mal Flüchtlinge, die eben hier jetzt Silvester feiern wollen. Das war schon so der erste Eindruck. Und es war auch, dass Raketen aufeinander geschossen wurden und Böller auch in Kinderwägen geflogen sind. Und das konnte ich die Jahre zuvor überhaupt nicht beobachten. Dann erleben sie hier draußen vor dem Dom das, was zahllose Frauen in dieser Nacht erleben müssen. Die Stimmung ist aggressiv. Immer wieder werden Tabea und ihre Freundin von Männern sexuell belästigt.
da kommt dann schon so ein bisschen Panik in einem hoch, ja. Also meine Freundin, die hatte Gott sei Dank meinen Vater am Arm, der sie so ein bisschen versucht hat abzuschotten. Aber er sagt halt, sobald er einen wegschickt, kam schon wieder neuer und hat versucht, Lea anzufassen oder zu umarmen oder ihr näher zu kommen. Und er sagt, es war echt schwierig, da junge Männer davon abzuhalten, wirklich Lea begrapschen zu wollen oder auch anfassen zu wollen. Geschichten wie die von Tabea machen mich bis heute fassungslos. Und was hat das mit dem Thema Willkommenskultur zu tun? Viel, sagt er. Axel Behren ist Pfarrer im Ruhestand. Knapp 25 Jahre lang hat er sich als Gefängnisseelsorger auch um viele Ausländer gekümmert. Und sagt mir jetzt, die Silvesternacht sei vorhersehbar gewesen. Wie passt das zusammen? Sie als ehemaliger Pfarrer, wir stehen hier vor einer Kirche. Sie sprechen sich sehr, sehr deutlich gegen eine Islamisierung der Gesellschaft aus. Was ist mit christlicher Nächstenliebe? Ich bin nur dafür, dass wir eine buntere und breitere Klientel an Schutzsuchenden bei uns aufnehmen, die aus aller Herren Ländern kommen. Christliche Nächstenliebe ist für mich aber nicht nur, dass ich aus dem rein weg islamischen Sprachraum und aus dem kulturellen Raum des Arabischen die Menschen hier in Scharen zulasse, sondern dass wir breiter aufgestellt sind. Ich begleite Axel Behren zu einem Termin. Er ist als evangelischer Pfarrer in die AfD eingetreten und hat deshalb Streit mit der Kirche. Das Thema mit uns heute: Flüchtlinge und die Silvesternacht. Wir müssen auf der Hut sein. Die Menschen, die kommen, sind nicht alle willkommene Bürger unseres Staates, Neubürger, weil sie auch mit einer gewissen Problembeladenheit ankommen. Wer ist nicht willkommen? Nicht willkommen sind Menschen, die sich den Sitten und Gebräuchen und den Gepflogenheiten in unserem Lande nicht bereit sind anzupassen. Das macht Angst, weil dieser islamische Raum auch eine andere Kultur mitbringt. Was macht Angst daran? Eine Kultur, die immer wieder von den Ankommenden uns verheißt: Wir wollen euch bekämpfen, wir können mit euch nicht gemeinsam existieren. Ihr seid Christen und Ungläubige und uns gehört die Welt. So sieht das Pfarrer Behren hier bei der AfD. Und wie gehen wir mit Flüchtlingen generell um? Zu Gast bei jemandem, für den das Recht der Flüchtlinge im Vordergrund steht. In diesem Jahr. 1400 neue dieses Jahr, ja. Jens Diekmann ist Anwalt für Asylrecht. 1400 neue Flüchtlinge hat er seit Januar betreut. Sie haben es immer schwerer, sagt er, weil ihre Anträge immer noch zu langsam bearbeitet würden, es zu wenig Integrationskurse gäbe und wegen der Silvesternacht. Das Integrationsgesetz, was wir jetzt seit August 2016 haben, ist meines Erachtens auch geprägt von den Erfahrungen der Silvesternacht, weil dieses Gegenüberstellen von Fördern und Fordern sehr stark ausgeprägt ist. Auf der einen Seite öffnen wir Türen für die, die mitspielen wollen. Und auf der anderen Seite sieht auch das Integrationsgesetz viele Sanktionsmöglichkeiten vor für diejenigen, die eben sich bestimmten Maßnahmen verweigern. Vor allem jugendliche Flüchtlinge nehmen das Gesetz jetzt ins Visier. Viele Menschen, die würden sagen, wenn die Flüchtlinge zu uns kommen und von uns Geld bekommen oder von der deutschen Gesellschaft, dann müssen sie dafür auch nach deutschen Standards leben. Was sagen Sie denen? Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Der Kernfehler des Integrationsgesetzes ist jedoch, dass es unterstellt, dass die Flüchtlinge Druck bräuchten, um sich integrieren zu wollen. Das ist nicht das Problem. Viele wollen sich integrieren, doch haben es nicht einfach. Ich bin noch mal mit den Spielern der Flüchtlingsmannschaft von Arminia 09 vom Anfang unserer Geschichte unterwegs. In einem Musikclub in Köln. Die Jungs erzählen mir, dass sie seit der Silvesternacht abends oft nicht mehr in Clubs kommen. Integration schwer gemacht. Gabriel Riquelme ist einer der Chefs hier. Er will das ändern, sagt er. Wenn Flüchtlinge fragen, sind sie willkommen. Ja, es ist halt wichtig, dass man Leuten Türen aufmacht und auch willkommen heißt in unserem Kulturkreis sozusagen. Und das ist am ehesten möglich. Einerseits natürlich im Nachtleben, weil das ist unheimlich viel vermischt. Auf der anderen Seite aber auch halt in kulturellen Kontexten, wie Konzerten oder Märkten oder sowas, wir halt machen. Und jetzt? Wie steht's nun mit der Willkommenskultur nach der Silvesternacht? Also ich meine, im öffentlichen Diskurs gibt es ja ganz klare Strömungen, dass man sagt, die haben hier nichts mehr zu suchen. Und das ist nicht, weil es weniger Kriegsopfer gibt und weniger Menschen, die fliehen müssen, sondern das ist einfach, weil es
das war ein Zeitphänomen, das war ein gewisser Hype. Und der ist abgeklungen, ja, definitiv. Die Willkommenskultur, nur ein Hype? Eine Reportage von Florian Bauer und Essart Mogel, meine Damen und Herren. Jetzt möchte ich aber gerne mit einer Frau sprechen, weil in dem Film doch sehr, sehr viele Männer zu Wort gekommen sind, wenn ich es mal so sagen darf. Deswegen gehe ich jetzt in diese Ecke, ganz nach hinten zu Ihnen. Sie haben sich eben gemeldet. Genau. Also mein Name ist Ute Erler, ich komme aus Haltern am See und bin in der Flüchtlingsarbeit in Haltern tätig. Und bei uns hat sich auch sehr viel geändert durch diese Silvesternacht. Die Leute sind viel, viel ängstlicher, viel vorsichtiger geworden. Welche Leute? Die Menschen in Haltern. Okay. Wir haben unwahrscheinlich viele, die uns in der Flüchtlingsarbeit unterstützen. Aber es sind auch sehr viele mittlerweile, die jetzt ein bisschen Abstand genommen haben. Die skeptisch geworden sind, genau. Wir haben aus dem Grund, jetzt darf ich mal einmal überleiten zu meiner Mitstreiterin, das ist Gerburgis Sommer. Die hat ein ganz tolles Projekt ins Leben gerufen und kann wahrscheinlich da selber drüber erzählen. Was Konkretes, wie es funktionieren kann, wollen wir. Ja, das Projekt heißt Schau mich an, Gesicht einer Flucht. Die Silvesternacht und die Berichterstattung über die Flüchtlinge anonymisierend, pauschalisierend und meist negativ behaftet, habe ich gedacht, es ist Zeit, Gesicht zu zeigen und die Flüchtlinge zu fragen, wer bist du, aus welchem Land kommst du, warum musstest du fliehen und wie geht es dir bei uns in Haltern am See? Das habe ich eine Weile gemacht und irgendwann habe ich gedacht, wie halten die Flüchtlinge das aus? Und habe dann ältere Deutsche interviewt. Grete ist 92 Jahre alt, ist aus Ostpreußen geflohen, verschleppt worden von den Russen und hat 70 Jahre nicht über ihr Schicksal gesprochen. Als es darum ging, ein Foto von ihr zu haben, sagte sie, aber kein aktuelles. Die denken halt, ich komme aus Wesel und jetzt spinnt die Grete völlig. Also, und sie kam aus der gleichen Kultur, spricht die gleiche Sprache und es war trotzdem sehr schwer. Das war immer ein Geheimnis, als Geheimnis war immer ein Geheimnis und damals, 1945, waren 14 Millionen Flüchtlinge in einem völlig zerstörten Deutschland unterwegs und es ist irgendwie gelungen. Ich möchte mit dieser Ausstellung, es ist aus dieser Serie in der Zeitung eine Wanderausstellung entstanden, Mut machen, sich die Flüchtlinge anzusehen. Es sind Menschen wie du und ich. Das Persönliche, das Gesicht zeigen, ins Gespräch kommen mit den Einzelnen. Ich bleibe noch mal eben jetzt bei den Frauen, wenn die Männer dafür Verständnis haben. Sie sind aus Düsseldorf, das haben Sie eben gesagt. Mehr weiß ich nicht. Ja, mein Name ist Birgit Stenger und ich komme aus Düsseldorf. Und ich meine, dass der Titel der Sendung Wendepunkt Silvesternacht nicht wirklich korrekt gewählt ist, weil die Problematik, die war ja schon vor der Silvesternacht. Also ich meine, das war absehbar. Und also wenn man mal wirklich... Was passiert ist, war absehbar? Ich will mal sagen, die Verweigerung zur Integration, also das, was dort passiert ist und es war eben auch in anderen Städten, ich will mal sagen, diese Aggressivität und dieses Begrapschen der Frauen, das ist ja im Grunde eine Missachtung unserer Werte und das war absehbar und ich habe, das habe ich mitgebracht für Herrn Bosbach, ich hoffe, er überbringt es, ich habe an Angela Merkel 2 Briefe geschrieben. Die lesen Sie aber jetzt nicht ganz vor. Nein, ich will es nur datieren. Und zwar war der erste am 23. September 2015, wohlgemerkt, also kurz nach der Grenzöffnung, eben zu den Problemen, die da auf uns zukommen. Und der zweite war im November 2015 zur Belegung der Turnhallen. Übrigens bis heute, war ja gestern noch mal in der ARD zu sehen, die ganzen Probleme. Das habe ich noch mal mitgebracht in Kopie. Ich glaube, wenn Frau Merkel meine 2 Briefe gelesen hätte, 2015, dann hätten wir diese Probleme jetzt nicht. Und Frau Stenger, glauben Sie nicht, dass Sie sich ein bisschen überschätzen? Jetzt mal ganz ehrlich. Nein. Weil es gibt ja sehr viele Menschen, die eine sehr dezidierte Meinung haben, pro oder contra, wie auch immer, wie man vorgehen muss. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, warum glauben Sie, dass Sie, eine Frau nicht in der Politik, der Kanzlerin sagen kann, was Sie gesagt haben, wir schaffen, das ist falsch, hören Sie auf mich und alles wird gelöst? Das kann ich sagen. Ich arbeite schon seit 2008 als Trainerin, also ich habe Sport studiert und arbeite seit 2008 unter anderem im offenen Ganztag an verschiedenen Schulen in Düsseldorf. Und dort erlebe ich bereits seit 8 Jahren die Ja, ich nenne es inzwischen Verweigerung zur Integration. Das heißt konkret, dass eben Kinder, also Erstklässler, es geht um Grundschulen, Erstklässler, die haben dann keine Sportsachen dabei, insbesondere Schwimmen. Also ich bin unter anderem Schwimmtrainerin. Die haben keine Schwimmsachen und die Eltern wollen auch gar nicht, dass die Kinder schwimmen lernen. Und da tun mir wirklich die Kinder leid. Und da muss ich sagen, das ist eine Verweigerung unserer Schulpolitik sogar. Okay, das meinen Sie, also Integration ist ja ein schöner Wunsch, aber viele wollen das eigentlich gar nicht. Moment,
kommt zu Ihnen. Mein Name ist Klaus Schrager, ich komme aus Münster. Ich bin Pflegewissenschaftler und habe meine Bachelorarbeit vor anderthalb Jahren begonnen. Die habe ich jetzt im Sommer abgeschlossen. Und zwar das Thema war syrische Flüchtlinge in der professionellen Pflege, Problem oder Chance. Ich habe hier viele Aspekte gehört. Das war zum Beispiel die Integration, das Integrationsgesetz, das immer wieder diskutiert wurde. Ein wesentlicher Punkt ist, dass jetzt zum Beispiel nach der Reform des Integrationsgesetzes die Flüchtlinge in allen Orten untergebracht werden können, die das Amt sozusagen vorgibt. Das heißt de facto, dass die da in Gegenden abgeschoben werden, die nicht sonderlich von Struktur, Arbeitsstrukturen begleitet sind, aha, die auch Arbeitsplätze finden. Ein weiterer Aspekt ist die Traumatisierung vieler Flüchtlinge. Mhm. Das Gros der Flüchtlinge, das sind 70% Syrer, jetzt geschätzt. Von denen, ich nenne mal eine Zahl, in Jordanien sind 75% der 15- bis 17-jährigen Mädchen zwangsverheiratet worden, um sie vor Vergewaltigung, Missbrauch zu schützen. Mhm. Nach einer Studie in Berlin... Soll man sagen, beides nicht schön. Richtig. Nach einer Studie in Berlin, das war eine Stichprobe, also keine randomisierte Studie, sind 50% aller ankommenden Flüchtlinge traumatisiert. Und ich habe in meiner Bachelorarbeit auch noch einen wichtigen Aspekt angesprochen, und zwar Flüchtlinge bringen eine Chance, eine riesengroße Chance. Unsere Gesellschaft ändert sich, unsere Gesellschaft, immer mehr Menschen sprechen Arabisch, die können Dolmetscherdienste leisten, zum Beispiel auch bei der Demenzbetreuung später. Weil das Altgedächtnis bleibt erhalten, das Kurzzeitgedächtnis geht verloren. Das ist jetzt aber, da sind wir noch nicht. Ja? Also wir sind noch sind wir aktuell. Vielen herzlichen Dank. Wir haben ja hier zwei sehr konträre Meinungen. Sie sagen, viele Flüchtlinge wollen ja gar nicht integriert werden. Und Sie sagen doch, eben schon, mit dieser Kontradiktion, mit diesem Widerspruch gehe ich jetzt zu Ihnen. Und ich werde Sie auch korrekt vorstellen, liebe Frau Tagrit-Josef, Leiterin der kommunalen Integration des Integrationszentrums in Krefeld, kurz Integrationsbeauftragte. Das ist insofern etwas merkwürdig, weil Sie den Begriff Integration gar nicht so richtig mögen. Warum eigentlich nicht? Weil er grundsätzlich immer sehr einseitig definiert wird. Und Integration heißt für die meisten immer, dass derjenige, der nach Deutschland kommt, wenn wir jetzt Deutschland als Integrationsland bezeichnen, dass immer derjenige die Arbeit leisten muss, sich in diese Gesellschaft einzubringen. Ich finde, dass Integration beidseitig ist, also keine Einbahnstraße, sondern wir müssen beide Seiten müssen etwas geben und nehmen, um eine gelungene Integration auch wirklich hervorzurufen. Da war ja gerade der Einwurf von Frau Stenger, war ja, dass viele sich im Grunde genommen verweigern. Also ich bin als Leiterin des kommunalen Integrationszentrums hier und ich erlebe in Krefeld eine ganz andere Situation. Wir sind Dienstleister, die Menschen kommen zuerst, gerade wenn sie Kinder haben, zu uns. Wir nehmen die Kinder auf für die Schulen, für die also Schulpflichtige und für die Berufsschulen und auch für Abendrealschulen zum Beispiel. Und all diese Kinder und die Familien, das sind im letzten Schuljahr 1700 Schülerinnen und Schüler, Pi mal Daumen gewesen, sind alle sehr integrationswillig. Hängt das nicht auch immer dann an der Ansprache? Wie wir eben schon gehört haben, man muss die Geschichten zeigen, man muss auf die Individuen eingehen und die Flüchtlinge umgekehrt müssen auch jemanden haben, zu dem sie vertrauen. Ganz genau. Also unser Team, das kommunale Integrationszentrum ist international, multikulturell aufgestellt. Die Familien, die zu uns kommen, ich bin selber arabischsprachig, die fühlen sich bei uns wohl. Sie erleben Menschen, die ihnen entgegenkommen, die sie unterstützen. Und genau das ist das, was sie eigentlich brauchen. Wir sind ja jetzt wieder beim ganz allgemeinen Phänomen. Wie gehen wir mit der Flüchtlingsproblematik um? Ich würde gerne noch mal zur Silvesternacht zurückkommen und würde jetzt gerne wieder auf diese Seite gehen, damit ich sozusagen keine Schimpfe kriege. Ich würde Sie gerne fragen. Sie sind? Schönen guten Tag. Herr Zobel aus Köln. Herr Zobel. Ich war Silvester dort. Sie waren dort? Ja, allerdings nur bis 22.30 Uhr, bis die ersten Raketen so in die Menge flogen. Da sind wir gegangen. Aber eine Gruppe? Wir? Nee, mein Gatto und ich. Mhm. Und seit Silvester hat sich aber sehr viel geändert, auch in Köln. Mhm. Ich bin vor Silvester nie auf der Straße angespuckt worden. Du schwule Sau. Wenn wir gewinnen, dann hängst du. Das ist mir zweimal passiert. Mhm. Es sind nicht nur die Frauen, die hier drunter zu leiden haben. Mhm. Es ist auch gerade in Köln die schwule Gemeinschaft. Das heißt, Sie meinen, dass sich die Gesamtatmosphäre, die Offenheit, das, was wir vorhin schon mal gehört haben, als das Bunte der Gesellschaft, dass Sie das beeinträchtigt sehen? Das wird nicht mehr bunt. Das wird einseitig. Das heißt, Sie sehen da sehr schwarz. Ich sehe sehr, sehr schwarz. Mhm. Sie haben sich eine ganze Weile gemeldet, das habe ich gesehen. Genau.
Ich möchte noch mal vor Augen führen, letztendlich, dass Deutschland beteiligt ist an Fluchtursachen und mitverantwortlich. Da fällt mir zum einen ein, dass wir unzählige Waffen in alle Welt exportieren, dass wir auch seit einigen Jahren, mit der Bundeswehr im Ausland vertreten sind, Kriegseinsätze auch aktiv unterstützen. Und das dazu kommt, und ein wichtiger Faktor für mich, dass die wirtschaftliche Situation, also das unfaire Welthandelssystem letztendlich, wie es konzipiert ist, dass das dazu führt, dass Menschen arm gemacht werden und dass das Ursachen sind letztendlich Krieg und Armut, warum Menschen hier hinkommen. Und deswegen sind wir verpflichtet, diese Menschen aufzunehmen, solange wir das nicht verändern und zum Besseren umkehren. Dankeschön. Vielen Dank für diese Wortäußerung. Ich bleibe hier in der Ecke. Ich weiß nicht, wie lange Sie sich gemeldet haben. Ich komme zu Ihnen. Sie sind? Mein Name ist Miss Keller und ich wollte einfach nur sagen, ich bin seit 23 Jahren mit einem Nordafrikaner verheiratet. Und vor 23 Jahren gab es keine Hilfe für ihn, keine bezahlten Deutschkurse, keinerlei Hilfe irgendwie. Und wir haben damals vor der Situation gestanden, dass er wirklich auch sehen musste, dass er in Arbeit kam, weil ich nicht mal eine Krankenversicherung für ihn hatte. Ja? Und was ich damit sagen wollte, was dieser Mann, dieser Rechtsanwalt eben gesagt hat, ist, Druck wäre das falsche Mittel. Meiner Ansicht nach geht Integration nur mit Druck, und zwar Druck, sich selbst zu engagieren und sich selber etwas zu überlegen. Ich kann nicht warten, bis ich irgendwann einen Deutschkurs bezahlt bekomme. Die Leute kommen tausende von Kilometern mit ihrem Handy hier und ihrem Smartphone hier hin. Aber ein paar Worte Deutsch können sie sich nicht runterladen. Das verstehe ich nicht. Mhm. Gut, eine Frage im Raum, muss man sagen. Der kommt zur Aufarbeitung. Ich sag mal eben zur Aufarbeitung. Jetzt wird mir gerade hier gesehen, habe ich gesehen. Keiner dieser Täter wurde hart bestraft. Es geht um die Aufarbeitung der Silvesternacht. Die lachen doch die deutsche Justiz aus. Wir haben, glaube ich, da sehen wir es auch noch mal. Wir haben ja vorhin gehört, es gab insgesamt 1205 Strafanzeigen nach der Silvesternacht, im Großen und Ganzen natürlich von Frauen. Und es gab bis heute, jetzt sage ich einfach mal, nur 3 Verurteilungen wegen sexuellen Missbrauchs, wegen sexueller Straftaten und 369 Verfahren gegen Unbekannt. Sie reden schon, bevor Sie das Mikro haben. Das Thema sei verkehrt. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Uwe Steinbach aus Bonn. Seit gestern bin ich 58 Jahre alt. Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Das Thema hätte auch lauten können, die Silvesternacht von Köln. Wie viel Vertrauen setzen wir eigentlich noch in die Politik und in die Justiz? Herr Bosbach hat... Herr Bosbach hat, glaube ich, vor wenigen Tagen erst geäußert, dass man das Gefühl hier mittlerweile nicht mehr los wird, dass wir in einer sogenannten Paralleljustiz angekommen sind. Und es gibt auch seit Jahren das Thema Parallelgesellschaften. Also ich selber kenne sehr viele Viertel, auch bei uns in Bonn und anderswo, wo sich seit 10, 20 Jahren geschätzt Parallelgesellschaften entwickelt haben, wo ich definitiv auch sagen kann, die wollen sich nicht integrieren. Das ist das eine. Das andere, wenn wir von den Opfern ausgehen, wenn die sich heute diese Sendung hier angucken, und ich sage, da sind nicht nur sexuelle Übergriffe haben da stattgefunden. Es gab ja tatsächlich Vergewaltigungen. Das ist ein ungeheurer Vorgang, der auch zu bestrafen ist. Und wenn ich dann sehe, dass die Polizei sich die größte Mühe gegeben hat, um Leute festzunehmen, der Justiz zu übergeben und dann diese Leute vor Gericht stehen, jetzt kommen wir da drauf, was ist das für ein Urteil auf Bewährung, ja, von mehreren, wo ganz klar festgestellt worden ist, das sind die Täter. Wieso kriegen die dann Bewährung? Also das geht in die Köpfe der Menschen, glaube ich, nicht mehr rein. Und deshalb, und als letztes, wenn die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, jetzt zudem auch noch Informationen vorenthält, die dringend der Aufarbeitung vonnöten sind, um herauszufinden, wer wusste wann,
Was von wem? Dann werden diese Frauen mittlerweile das dritte Mal psychisch vergewaltigt. So viel zum Thema. Vielen Dank. Jetzt muss natürlich zu Wolfgang Bosbach gehen. Herr Bosbach, die Aufarbeitung dieser Nacht auch in juristischer Hinsicht und der Unmut vieler über die in Anführungszeichen vorgeworfene Unfähigkeit oder Hilflosigkeit der Justiz. Was sagen Sie dazu? Also ich habe mich selber über die Aufklärungsarbeit der Kölner Polizei informiert. Es ist unglaublich schwierig, jemanden anzuklagen, denn ich muss aus einer großen Menschenmenge einer bestimmten Person eine ganz bestimmte Tat nachweisen können, und zwar durch gerichtsfeste Beweise. Aber viele Beschreibungen waren natürlich nur ganz allgemein. Junger Mann, Phänotyp aus Nordafrika, viele sogenannte Sportlergruppe waren auch noch gleich gekleidet. Und dann versetzen wir uns einmal in die Situation der vor Ort tätigen Polizeieinsatzkräfte. Da wurde eine Anzeige erstattet, eine Tat zur Anzeige gebracht. 30 Meter weiter wurde eine neue Tat begangen. Dann hat natürlich die Prävention Vorrang vor der Repression. Das heißt, überhaupt keinen Anlass, den vor Ort tätigen Beamten der Nacht ein Problem zu machen. Es war eher das Problem der mangelhaften Einsatzplanung. Aber hinterher ist die Zahl der Schlauermeier natürlich größer als die Zahl der Propheten vorher, die es schon immer genau gewusst haben. Und deswegen auch die, ich glaube, wir hätten mehr Verurteilungen als nur drei, aber die Zahl ist peinlich gering. Ich meine, es wären sechs gewesen. Aber wir haben es heute nachrecherchiert, wir waren erst bei sechs, dann bei fünf und definitiv dann bei drei. Nein, drei wegen Sexualstraftaten. Ja, das ist richtig. Es sind auch andere Taten dann abgeurteilt worden. Mir ist nicht bekannt, vielleicht weiß Herr Fiedler da mehr als ich, dass eine versuchte oder vollendete Vergewaltigung mit Bewährungsstrafe geahndet worden ist. Das glaube ich nicht. Es dürften andere Straftaten sein, die hier zur Aburteilung geführt haben. Ich würde gerne noch mal zu der Dame dort drüben gehen, weil sie sich auch schon eine ganze Weile melden. Guten Tag. Ja, hallo, mein Name ist Ursula Klose, ich komme aus Krefeld und ich arbeite ehrenamtlich auch zusammen mit dem Kommunalen Integrationszentrum. Und wir haben da wirklich sehr gute Möglichkeiten, wo wir Flüchtlingen helfen, dass sie hier zu Hause werden, also ein Zuhause hier finden. Und was ich wichtig finde ist, das wird nämlich gar nicht so oft gesagt, dass es auch sehr viele Christen unter den Flüchtlingen gibt, die aus Syrien kommen, aus dem Irak kommen, die teilweise in unseren Flüchtlingsunterkünften bedrängt werden von Mitarbeitern. Also ich habe jetzt selber persönlich keine, Gott sei Dank, kennengelernt, aber ich weiß, dass es über 700 Fälle gegeben hat im letzten Jahr, innerhalb von 6 Monaten. Das ist auch durch die Presse gegangen, das wissen Sie bestimmt. Und die Menschen werden einfach alle in einen Topf geworfen. Und das stört mich. Ich finde, wir dürfen nicht sagen, das sind die Flüchtlinge. Das stört mich. Ich möchte gerne, dass man sagt, jeder Einzelne wird gesehen. Vielen Dank. Danke für die Äußerung. Ich würde jetzt gerne zu Ihnen gehen. Ich kenne Ihre Geschichte nicht, vermute aber, dass Sie einen Migrationshintergrund haben. Das ist richtig. Mein Name ist Ferus Kahn, ich bin aus Dresden hier. Und, Entschuldigung. Ich bin ursprünglich aus Frankfurt, aber ich lebe seit einem Jahr in Dresden. Okay. Und ich möchte noch mal einige Punkte betonen, beziehungsweise bestätigen. Was. Sagen Sie mir bitte noch, wo Ihre Familie ursprünglich herkommt. Meine Eltern stammen aus Pakistan. Deswegen haben wir eben gelacht bei Migrationshintergrund, dann kam Dresden. Und eben, ich möchte einige Punkte betonen, und zwar kann ich zunächst einmal bestätigen, dass ich auch die Zahl laut Fokus sechs Verurteilungen gelesen habe. Der Fokus schreibt davon, dass die meisten davon zur Bewährung ausgesetzt wurden. Dieser laschen Justiz steht die Legislative gegenüber. Das Strafgesetzbuch, Paragraf 177, Absatz 1 für sexuelle Nötigung, sieht eine Freiheitsstrafe, eine Haftstrafe, nicht auf Bewährung, zwischen 6 Monaten und fünf Jahren vor. Das heißt, Sie meinen, das Ganze ist zu lasch von der Justiz. Es ist zu lasch. Es ist eine Fehlleistung der Judikativen. Und ich darf mal kurz erläutern, welchen Schaden das anrichtet. Denn diese davonkommenden Täter, die mischen sich wieder unter das Volk. Und als Konsequenz daraus ist es nur völlig logisch und vor allen Dingen menschlich absolut nachvollziehbar, dass sich in der Gesellschaft eine Angst und ein Unmut gegenüber arabischen Migranten breit macht, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass unsere Judikative diese eben genannten Straftäter konsequent und ausnahmslos hart bestraft, sprich inhaftiert und oder des Landes verweist. Und ich möchte einen weiteren Punkt noch sagen. Ich möchte einen weiteren Punkt sagen zu dem jungen Herrn da hinten, der sich leider nicht vorgestellt hat.
Und zwar hat er davon gesprochen, dass wir die Kriege in Syrien fördern, dass wir da Waffen liefern, dass wir dort, wen meinten er eigentlich mit wir? Wir machen gar nichts. Das machen Geostrategen, Großinvestoren und Waffenhändler und teilweise Politiker. Ja. Von wir kann man, das ist übrigens auch eine Verallgemeinerung dieser Bevölkerung. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Bitte schön. Sie sind dunkelhäutig und sind nach Dresden gezogen. Jawohl. Verzeihen Sie bitte, ohne jedes Vorurteil schüren zu wollen. Aber ich wundere mich trotzdem darüber, weil man natürlich von Pegida hört, von einer gewissen Stimmung in der Stadt, gegen die sich Demokraten stellen. Aber trotzdem wundert es mich. Ich sage Ihnen den Beweggrund. Ich hatte die Wahl zwischen Aachen und Dresden, wo ich meinen Master machen werde für Ingenieurswesen. Ich habe mich für Dresden explizit entschieden. Und zwar, weil mich die Mentalität der Menschen dort interessiert. Der Osten ist mir, ich bin im Rhein-Main aufgewachsen, in Frankfurt geboren, der war mir fremd. Und ich wollte verstehen, warum die Menschen dort so sind. Und ich kann die Menschen verstehen. Ich kann den Menschen keinen Vorwurf machen im Alltag, dass die mir vermeintlich Ablehnung entgegenbringen. Denn Beweggrund für dieses Verhalten ist oftmals Angst. Und für Angst muss sich ein Mensch nicht rechtfertigen. Gut. Auch. Sebastian Fiedler, Landeschef der Kriminalbeamten. Ja, wir haben natürlich jetzt wirklich ein Problem. Also ich habe immer ganz große Bauchschmerzen und zucke immer ganz viel, wenn wir hier komplexe Sachverhalte darstellen und bei einer einfachen Meinungsäußerung, einer vermeintlich einfachen Lösung applaudiert der halbe Saal. Die Zusammenhänge müssen Sie natürlich schon erklären. Es ist jetzt nicht so, dass wir 1000 Taten der Justiz übermittelt hätten und dann hätte es da nur 6 Verurteilungen gegeben. Das ist natürlich dummes Zeug, sondern die Ermittlungen laufen ja noch. Es gibt etliche Sachverhalte, die der Justiz noch gar nicht übermittelt worden sind, weil die noch bei der Polizei im Moment ermittelt werden. Deswegen sieht das am Ende zwar nicht rosig aus, aber ich habe natürlich ein Problem damit, wenn jetzt hier 1000 zu 3 auf einmal da steht und das Land ergötzt sich darin, jetzt Justizschelte zu üben, obgleich die Staatsanwälte natürlich auch nicht so nicht wissen, wie sie in Schlaf kommen sollen, weil sie über ihren Vorgängen da versuchen, noch das Licht zu sehen am Ende des Tages. Also das heißt, die Zusammenhänge sind leider etwas komplexer. Das zeigt sich einerseits natürlich in der Darstellung der Situation. Wir haben jetzt alles Mögliche miteinander vermischt. Willkommenskultur mit Syrern, mit marokkanischen Tätern. Jetzt kommt gleich noch Abschiebung und die Waffenlieferungen dazu. Und dann machen wir über alles, überlegen wir uns, ob wir jetzt applaudieren oder nicht. Da habe ich am Ende ein bisschen Problem mit, weil wir schon den einen oder anderen roten Faden vielleicht zu Ende verfolgen sollten. Ansonsten tun wir uns hier, glaube ich, ein bisschen schwer, nach 15 Meinungsäußerungen jetzt ein Resümee zu ziehen. Brauchen Sie noch gar nicht. Das ist übrigens immer sehr schwierig, weil gibt es wirklich ein Resümee? Wir sind ja hier, um verschiedene Meinungen zu hören. Zu einzelnen Sachverhalten gibt es selbstverständlich ein Resümee. Wir könnten jetzt darüber sprechen, dass zum Beispiel auf den Kölner Ringen es keineswegs ein Problem gewesen ist, das erst im Januar begonnen hat, sondern seit vielen, vielen Jahren dürfte der Herr ein Problem gehabt haben auf den Kölner Ringen. Und zwar in gleicher, ich kenne diese Schilderung, ich kenne die Sachverhalte. So, die Problemlage ist nur eine etwas andere gewesen. Ich behaupte mal, der vorherige Polizeipräsident hätte längst nicht eine solche Rückendeckung erfahren, wie der jetzige Polizeipräsident in Köln das tut, weil er nämlich intensiver durchgreift und weil sich die Situation nach Köln, in meiner Wahrnehmung, nach meiner Information, durchaus erheblich geändert hat in der Polizeiarbeit. Wir haben vor jedem Feiertag und am Wochenende eine Einsatzhundertschaft mehr zur Verfügung und haben natürlich entsprechende Verdrängungseffekte. Es hat Gespräche mit der Justiz gegeben. Es wird dort nach meiner Wahrnehmung nicht mehr so lasch geurteilt, wie das in der Vergangenheit mal zumindest gewesen sein soll. Also, zur Erinnerung, der alte Polizeipräsident ist ja zurückgetreten. Worden, würde ich mal so sagen. Ich würde mal sagen, dass die Einsatzkonzepte, die wir jetzt in Köln erleben seit diesem Jahr, durchaus Wirkung entfalten. Das gehört zur vollständigen Sicht der Dinge hinzu. Und am Ende des Tages gehört die Außenpolitik mit dazu. Und wir müssen uns dann darüber unterhalten, warum verurteilte Straftäter aus Nordafrika nur 4 pro Woche dorthin zurückgeführt werden können. Das, sag ich mal, ist das komplexe Bild dieser Dinge. Und da merken Sie, da spielen Kriegsflüchtlinge jetzt zunächst einmal keine Rolle bei dem Thema. Ich habe eine ganz einfache Frage an Herrn Bosbach. Denn viele Menschen diskutieren auch darüber oder sagen, ja, Flüchtlinge, es muss ihnen geholfen werden, aber irgendwann ist es zu viel. Das haben Sie ja auch mal schon mal ähnlich des Öfteren geäußert. Ja. Es gibt sozusagen, ja, gibt es eine Obergrenze? Darf ich mal versuchen, das zu sortieren? Ja, bitte. Wir sprechen ganz pauschal von Flüchtlingen. Flüchtlingen ist ein Rechtsbegriff. Eben. Als Flüchtling bezeichnet das Völkerrecht und unser Asylrecht diejenigen, die vor politischer Verfolgung geflohen sind, vor Krieg oder Bürgerkrieg. Die Probleme, die wir gerade besichtigen könnten, werden durch illegal eingereiste Migranten verursacht. Das ist ein großer Unterschied. Jetzt der zweite Punkt. Ich kenne kein Politikfeld, wo es so unterschiedliche Meinungen gibt wie beim Thema Migration und Integration. Erleben wir heute Abend ja auch wieder.
Aber ich schätze mal, der weit überwiegende Teil der Bevölkerung sagt doch und sagt auch zu Recht, diejenigen, die schutzbedürftig sind, weil sie vor Krieg oder Bürgerkrieg geflohen sind, die bekommen Schutz, die sind uns willkommen, wenn sie unsere Kultur und Rechtsordnung beachten und sich um Integration bemühen. Und dann gibt es diejenigen, die nicht schutzbedürftig sind, aber aus anderen menschlich verständlichen Gründen kommen. Und dann kommen wir mal zu den Fluchtursachen. Ein großer Teil ist von den Balkanstaaten zu uns gekommen. Dort gibt es Gott sei Dank weder Krieg noch Bürgerkrieg, bis wir die Liste der sicheren Herkunftsstaaten erweitert haben. Es war der Innenminister Jäger, der gesagt hat, jeder dritte Nordafrikaner ist kriminell auffällig geworden in den letzten Jahren. In Tunesien, in Marokko, da machen Hunderttausende Urlaub. Doch gibt es keinen Krieg und keinen Bürgerkrieg. Deshalb versuchen jetzt auch diese Länder in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten aufzunehmen. Und zum Thema Integration, dann bin ich auch fertig. Es ist tatsächlich so, man muss sich selber um Integration bemühen und der Staat muss dabei helfen. Und wenn, wie im Film kritisiert wird, dass es Fördern und Fordern gibt, wir machen es mit der einheimischen Bevölkerung genauso. Wir erwarten, wir bringen eine Leistung, aber dann möchten wir auch eine Gegenleistung haben, dass sich jemand um Integration bemüht, damit wir nicht eine Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme haben, sondern auf den Arbeitsmarkt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt sagen darf, dass ja viele Menschen dann sagen, ja, gut, wir sind genau der Meinung, wie Sie gerade kundgetan haben, aber warum nehmen denn die Länder diese Flüchtlinge, die illegal sind, also gar nicht zurück? Herr Fiedler hat das gerade richtig beschrieben, etwas schnell, aber durchaus richtig. Ja. Jeder Staat ist völkerrechtlich nur verpflichtet, die eigenen Staatsangehörigen aufzunehmen. Unabhängig von der Zahl, die gekommen. Hunderttausende sind ohne Papiere eingereist, mit unklarer Identität und Nationalität. Das ist das Problem. Ich bin tatsächlich der Meinung, wir müssen wissen, wer in unser Land kommt. Das müssen wir wissen. Ja. Und dann haben wir, letzter Satz, um das verständlich zu machen. Es geht hier um Marokko. Selbst wenn wir die Staatsangehörigkeit nachweisen können und Passersatzpapiere haben, sagt Marokko, wir dürfen nicht mehr als 4 pro Flug zurückschicken, ja, und auch nicht mit einer Chartermaschine, sondern nur mit der marokkanischen Staatsairline. Da muss man mal mit Marokko auch über ein anderes Thema sprechen, über das Thema wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe. Ja. Sie melden sich schon eine ganze Weile. Sie sind? Andrea Fousset aus Essen. Ich wollte noch mal fragen zu den Ländern Tunesien, Marokko und Algerien. Ist es nicht so, Herr Bosbach, dass die nicht zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden können, weil das durch den Bundesrat gehen muss und die Bundesländer, bei denen die Grünen mit in der Bundesregierung sind, sich diesem Votum verweigern? Und wenn das so ist, muss man sich doch fragen, warum eine Partei, die zwischen 5 und 10% in Deutschland erreicht, hier die deutschen Richtlinien bestimmen kann und eben verhindert, dass Leute in diese Länder zurückgeschickt werden. Das ist natürlich eine Steilvorlage für Herrn Bosbach in der CDU. Ich kann das ganz ruhig schildern. Das ist die Anlage 2 zum Asylverfahrensgesetz. Das ist ein zustimmungspflichtiges Gesetz. Wir brauchen dafür die Zustimmung der Grünen. Bei der ersten Erweiterung der Anlage, 6 Balkanstaaten, hat Herr Kretschmann mitgestimmt, ein grüner Politiker, Landesvater in Baden-Württemberg. Da ist er in der eigenen Partei unter Druck gekommen. Und deswegen verweigern jetzt die Grünen die Zustimmung. Das ist deshalb problematisch, weil wir ganz unterschiedliche Anerkennungsquoten haben. Die Syrer werden zu 98, 99% als schutzbedürftig anerkannt. In Nordafrika liegen die Quoten deutlich unter 1%. Vielen Dank, Herr Bosbach. Jetzt gehe ich weiter und Sie sind? Ja, ich heiße Elisabeth Thesing-Black und ich bin aus Aachen. Und ich möchte sagen, dass das, was Herr Bosbach gesagt hat, nicht sagbar war bis zu dem Zeitpunkt Silvester. Jeder, der das gesagt hat oder ähnlich argumentiert hat, der wurde bis zu diesem Zeitpunkt in die rechte Ecke gestellt oder vielleicht noch schlimmer, auch als menschenunwürdig oder als jemand, der kein Herz im Leib hat, abqualifiziert. Und nach der Silvesternacht hatten wir zum ersten Mal eine Chance, etwas ruhiger über Flüchtlinge zu diskutieren und etwas differenzierter über Flüchtlinge zu diskutieren. Ich hatte eher den Eindruck, dass die Diskussion dann doch sehr emotionalisiert worden ist durch die Ereignisse.
Gut, aber wir haben ein differenzierteres Bild gehabt. Mhm. Letztendlich waren es auch die Frauenorganisationen, die hingegangen sind und zunächst mal die Forderung Nein ist Nein aufgestellt haben. Und dadurch wurde dieser Druck zum einen von den Flüchtlingen weggenommen, weil ja auch wir sexuelle Übergriffe auch bei deutschen Männern schon beobachtet haben. Und dadurch haben wir ein neues Gesetz bekommen. Und die ganze Diskussion wurde doch deutlich versachlicht in meinen Augen. Mhm. Und wir konnten zum ersten Mal auch eine differenzierte Meinung, wie Herr Busbach das gerade gesagt hat, äußern, ohne dass wir in die rechte Ecke gestellt worden ist. Und für mich als Bürgerin war das eine ungeheure Entlastung. Mhm. Ich bin weder rechts noch Menschenhasser noch irgendwas anderes. Aber ich fordere für mich das Recht ein, dass ich meine Meinung sagen darf, ohne dass ich diffamiert werde, wie das vor Silvester war. Vielen Dank. Dankeschön. Ich gehe mal in die hinteren Ecken. Mein Name ist Günther Kardinal, ich komme aus Aachen und führe dort 16 Jahre schon ein Betreuungsbüro, bin mit der Sache also öfters betraut, habe jetzt noch einen jungen Mann angeboten bekommen, einen Flüchtling. Und dann frage ich mich, wie das sein kann. Der ist seit 2014 hier, verweigert jegliche Integration, hat einen Mitschüler schon mit einem Stein auf den Kopf geschlagen, verringert den Abstand zu Frauen, ist gegenüber den älteren Mitbürgern aggressiv. Mhm. Die Gutachter sagen, hier muss eine Gefährdungsansprache der Polizei erfolgen. Mhm. Und dann soll dieser Mensch betreut werden. Er wird ja 18, er ist traumatisiert, er bekommt dann vom Staat ja die Hilfe der Betreuung. Dann kommt der nächste Punkt. Diese Betreuung soll ausgeführt werden von einem Profi. Dieser Profi soll aber laut einem BGH-Urteil von einem Senatsrichter kommentiert, die Dolmetscherkosten in diesem Betreuungsfall bezahlen, obwohl er maximal 44 Euro die Stunde bekommt und maximal 3,5 Stunden im Monat. Bei Dolmetscherkosten von 150 bis 400 Euro können Sie sich das mal ausrechnen. Und dann möchte ich noch mal etwas zu Herrn Fiedler sagen. Ich war vorher Polizist. Das, was Herr Fiedler sagt, ist für mich ein Hohn. Wenn Sie hier Polizeibeamten fragen würden, was Sie des Nachts erleben oder auf der Straße erleben, ob das wiedergespiegelt wird am nächsten Tag in der Presse, in der Zeitung, werden Sie nicht erleben. Nur die Kollegen sagen nichts. Die kriegen einen Maulkorb verpasst. Das ist Fakt. Und da kann er mal Stellung zu nehmen. Ich bin 20 Jahre gewesen und 16 Jahre Berufsbetreuer. Also mir kann man nicht mehr nichts von UFO machen. Diesen einen Fall können wir nicht beurteilen, aber es ist interessant, den so zu hören, weil es gibt natürlich viele Traumatisierte nach der Flucht und es ist sicherlich nicht immer einfach, mit ihnen umzugehen. Ja, das Sie können sie ja nicht betreuen. Sie müssen sich ja mal überlegen. Ja. Die müssen dann Dolmetscherkosten zahlen. Das ist ja der nächste Punkt, der BGH-mäßig ausgeurteilt wurde. Okay, vielen Dank. Danke. Aber das ist natürlich eine Meinungsäußerung, die Herrn Fiedler umtreibt. Was sagen Sie dazu, wenn Sie sagen, die Beamten trauen sich ja gar nicht zu sagen, wie es Ihnen wirklich ergeht, Sie haben einen Maulkorb? Ja, ich weiß nicht so richtig, was dahinter steht. Also soll das jetzt bedeuten, dass jeder Polizeibeamte jetzt Presseinterviews geben soll in der Kürze? Oder, also die Fälle sind meines Erachtens in der Presse dokumentiert. Ich verstehe diesen Hinweis nicht. Das ist irgendwie so eine pauschale Äußerung. Ich kenne nur Fälle seit diesem Jahr jedenfalls. Das seit diesem Jahr ist pauschale mir bekannt, alle, das betrifft alle drei Polizeigewerkschaften. Ich glaube, alle drei Polizeigewerkschaften haben noch nie so viel über Kriminalität, über Kriminalitätsfelder, über Phänomene, Stichwort No-Go-Areas in deutschen Städten diskutiert, wie in diesem Jahr. Das zeigt sich bei uns, das zeigt sich vor Ort. Und dass nicht jeder Polizeibeamte einzeln vor die Presse treten kann, dürfte in der Natur der Sache liegen. Aber da jetzt pauschal der Bevölkerung zu sagen, Polizisten hätten Maulkorb, die haben eine Wohlverhaltenspflicht im Dienst, das ist selbstverständlich. Aber die Diskussion über Kriminalität in Deutschland, das wird doch wohl keiner abstreiten, dass die stattfindet jetzt. Ich glaube, das ist genau der Punkt hier, Entschuldigung, wenn wir bitte hier weitermachen. Das ist genau der Punkt, in dem es geht, was wird in der Öffentlichkeit berichtet und was nicht. Peter Paul, Chefredakteur der Stadtanzeiger, den Vorwurf hört man ja oft. Da werden Dinge unter den Tisch gekehrt, die werden nicht öffentlich erklärt, die Bevölkerung soll gewisse Dinge nicht mitbekommen. Welche Aufgaben hat die Presse gerade in dieser ja doch turbulenten Zeit? Na, die Presse soll das berichten, was sie weiß. Das haben wir auch getan, zum Teil mit großartiger Unterstützung von Polizeibeamten. Nein, das stimmt nicht. Ja, dann kommen Sie mal zu mir und dann zeige ich Ihnen unsere Arbeit.
ich finde es immer großartig, wenn Leute wissen, wie ich arbeite. Moment, es spricht hier nur, wer ein Mikrofon hat. Entschuldigung, man versteht man sie eh nicht. So, wir hatten zwei Ereignisse. Wir hatten die sogenannte Hogesa-Demonstration Oktober 2014. Dort haben wir sehr viele Hinweise von Polizeibeamten bekommen, die um ihr Leben gefürchtet hatten. Wir haben auch nach der Silvesternacht... Das war die Demo, bei der es zur Ausschreitung gekommen genau, ist. Genau, das Polizeiwagen. War die erste Demonstration, die in Köln aus dem Ruder gelaufen ist. Wir hatten dann nach den Silvesterereignissen eine Vielzahl von Meldungen von Polizeibeamten, die, ich will das mal so sagen, so vielfältig waren wie diese Diskussion hier oder diese Statements, die wir hier hören. Was ich zutiefst verstörend finde, das sind Herren wie ihn da vorne, der nach drei Worten schon sagt, das stimmt nicht. Das ist das Verstörende an dieser Gesellschaft, dass man sich Fakten verweigert und im Grunde auch gar nicht mehr diskussionsfähig ist, nicht mehr offen ist, nicht mehr zuhören will. Dann kann man sich das eigentlich auch schenken, weil man ist ja dann gar nicht mehr in der Unruhe, dass man sich mit etwas anderem auseinandersetzen muss. Die Silvesternacht in Köln hat natürlich eine Zäsur bedeutet, auch für Journalisten in ihrer Arbeit, weil wir uns vielfach vom 1.1. an gefragt haben, was geschieht hier, weil wir es ja nicht wussten, weil es begann mit einer Polizeimeldung, das wird der Herr Fiedler wissen, da war die Rede von einem Jahreswechsel, der routinemäßig verlaufen ist. So, insoweit stimmte etwas nicht. Es waren dann die Medien hier in Köln, die aufgedeckt haben, dass das nicht stimmt. So viel zu dem Herrn. Zwischenfrage, Herr Pauls. Wie hat Ihre Zeitung davon erfahren? Durch Anrufe, durch Leser, Leserinnen, die sich bei Ihnen gemeldet haben? Leserinnen, Facebook. Denn es war ja so... Nicht durch die Polizei. Es gibt ja einen Untersuchungsausschuss und da wird ja bis heute auch gesagt, der Innenminister Jahr hat am 4. Januar erst davon erfahren. Ja, ich habe auch, ich bin da mit gemischten Gefühlen, sehe ich das, weil man hat in Düsseldorf durch den Kölner Stadtanzeiger davon erfahren. Man hätte es schon am 3. erfahren können, denn alle Berichte, die wir am 4. in der Zeitung hatten, standen am 3. schon online. Man hätte es am Sonntag und am Samstag auch durch die Kollegen vom Express und der Kölnischen Rundschau erfahren können. Das wundert mich alles. Welchen Einfluss haben die Geschehnisse auf Ihre Art der Berichterstattung? Es gibt ja einen Pressekodex und laut Pressekodex darf man beispielsweise als Journalist nicht unbedingt sagen bei einer Straftat, welcher Nationalität der Täter oder die Täterin ist. Nur wenn es von Relevanz ist. Es soll ein ursächlicher Zusammenhang bestehen. Ich gebe mal ein ganz geläufiges Beispiel. Wenn Sie vor 50 Jahren als Protestant in Oberbayern eine katholische Frau im Kinderwagen angefahren hätten und diese beiden Merkmale wären miteinander verknüpft worden, hätten Sie ein Problem gehabt, obwohl Sie mit dem Geschehen nicht in Verbindung standen. Aus so einem Geist stammt das. Es gibt diesen Pressekodex, wir haben aber von Anfang an gesagt, wir wollen wissen, wer war dort auf der Domplatte. Mhm. Mehr kann man nicht fragen. Dass die Täter, Herr Fiedler, dass es da noch irgendwelche Erkenntnisse gibt, das weiß jeder, das wird nicht mehr der Fall sein nach einem Jahr. Die Polizei konnte ja ihre Arbeit nicht tun. Aber wir haben von Anfang an Ross und Reiter genannt und haben dann später erfahren können, dass das mit dem Presserat in Deckung ist. Mhm. Die Arbeit, das geht ein bisschen in die Richtung, was die Dame sagte, obwohl ich ihr nicht in allem zustimmen würde. Unsere Arbeit hat sich versachlicht. Wir müssen auch in diesem Land lernen, über Probleme zu sprechen. Mhm. Das geht gar nicht anders. Gut. Herr Pauls, ich danke Ihnen. Sie melden sich hier ganz tapfer und haben den Arm hoch. Mein Name ist Rainer Daimann, ich bin Polizeibeamter aus Münster. Und ich finde es schon allerhand, wie viel und wie breit die Meinung dazu aufgestellt ist, ob wir als Polizei oder wie auch immer in dieser Situation damit zurechtkommen oder nicht. Die ganze Diskussion ist eigentlich eine politische Diskussion. Das heißt, Politik, die Volksvertreter sind dafür da, um im Endeffekt über die Legislative, über den Staat im Endeffekt, also da eine Lösung herbeizuführen. Also ich finde, dass die Diskussion wieder absolut versachlicht werden muss, dass man nicht mehr versucht, weder von rechts oder von links in diese ganze Problematik noch Benzin zu gießen, sondern ich verstehe jetzt ehrlich gesagt Ihren Standpunkt nicht ganz. Fühlen Sie sich als Polizist verstanden oder sind Sie der Meinung, die eben auftauchte, Polizisten dürfen sich nicht äußern, Polizisten sind frustriert? Also im Grunde genommen
ist es natürlich so, dass wir als Polizeibeamte natürlich unsere Wohlverhaltenspflicht haben gegenüber dem Dienstherrn. Das heißt auch tatsächlich nicht in die Öffentlichkeit zu treten haben, um dort Standpunkte dienstlicher Natur zu vertreten. Es sei denn, wir werden tatsächlich dazu aufgefordert. Mhm. Als Polizist unverstanden fühle ich mich in dem Moment, wo polemisiert wird und wo Meinungen herangezogen werden, die im Endeffekt mit dem Dasein der Behörde irgendwie unterfüttert werden, wo Sachen hineininterpretiert werden, die man im Grunde genommen so jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben kann. Und da fühlt man sich natürlich schon irgendwo so zwischen den Stühlen, weil es doch nicht immer 100-prozentig, so wie auch schon gesagt, das wiedergibt, was tatsächlich... Also Aufruf zur Versachlichung, um es kurz zu machen. Also nehm ich so mit hin, muss ich sagen. Wir sollten vielleicht jetzt, ich schau mal auf die Uhr, 9:55 haben wir in dieser Live-Sendung, in der es um die Frage geht, Wendepunkt Silvesternacht, sind Flüchtlinge noch willkommen, sollten wir vielleicht jetzt zu dem Punkt kommen, was machen wir denn nun? Wie kann Integration aussehen? Ist sie möglich? Halten viele von Ihnen es vielleicht für unmöglich? Keine Ahnung. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Wortmeldungen, meine Damen und Herren. Ich komme zu Ihnen. Sie sind... Frau Kaiser aus Dienstlaken. Frau Kaiser aus Dienstlaken. Also ich war 17 Jahre mit einem Türken verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Mhm. Und eine davon ist auch Muslimin. Und mein bester Freund, der kommt, also ist vor 25 Jahren aus Afghanistan hierher geflohen. Bin ich auch sehr dankbar für, weil sonst hätte ich ihn ja heute nicht. Und ja, für mich ist einfach, ich versuche mal ein Beispiel zu geben. Da fährt eine Dame mit ihren Kindern in die Mutter-Kind-Kur. Ja? Und dort gibt es eine Sauna und bis zu dem Zeitpunkt ist man nackt dorthin gegangen. Und dann haben sich einige muslimische Mitbürger dort beschwert, Bürgerinnen, und gesagt, ja, bei uns geht das nicht, wir wollen gern bekleidet reingehen. In die Sauna? In die Sauna. Und ja, und dann wurde dann entschieden, dass... ab dem Zeitpunkt nur noch in Bekleidung, durfte man nur noch bekleidet in die Sauna gehen. Und da finde ich, da kommt so ein Ungerechtigkeitsgefühl. Ja, da kommt auch die Wut. Es kommt gar nicht darauf an, oder man hätte ja auch jetzt zum Beispiel einige Tage, oder das, jetzt bin ich hier so aufgeregt. Das ist der Sinn. Oder halt eben auch diese Diskussion über, darf man die Weihnachtsmärkte noch Weihnachtsmärkte nennen? Ne? Das ist, ich feiere seitdem ich lebe am 24. Dezember Weihnachten und nicht den Winter. Aber ich würde mich auch, also sage ich mal da gerade zur Integration, ich würde mich auch sehr freuen. Bei den Muslimen gibt es ja auch Feiertage. Ich sage jetzt mal das Zuckerfest, wenn es Zuckerfestmärkte geben würde. Ja, ich sage, da kommt man so auch... ja, aufeinander zu. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass eine Frau verschleiert, ich sag mal, ist jetzt so mein Bild, ja, und eine Dame, die ein Mini anhat und einen Top, dass die voreinander stehen und sich akzeptieren. Und ich finde es auch wichtig, wie gerade gesagt, dass die Probleme auf dem Tisch müssen und dass die besprochen werden müssen, weil die Probleme, diese Diskriminierung, dass ich glaube, das ist so eine Religionsdiskriminierung, die kommt halt eben auch von Muslimen, genauso wie auch von uns. Und da, man muss aber beide Seiten sehen, finde ich das total wichtig und nicht nur immer diese eine Seite. Aber Sie sind total pragmatisch, wenn Sie sagen, ja gut, ich kann das verstehen irgendwo, dass Sie nicht nackt in die Sauna gehen, aber man kann die Tage ja aufteilen. Richtig. Und nicht, das haben Sie gerade gemeint, also insofern habe ich das verstanden. Und für mich ist auch im letzten Jahr, als die Flüchtlinge hierher kamen, und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin Mensch, für mich sollte eigentlich jeder Mensch, der auf die Welt kommt, das Recht haben zu essen und zu trinken haben. Ja? Und im Moment versagt die Menschheit oder beziehungsweise, so wie ich sage, die Politiker. Ja? Die tragen die Verantwortung. Und ich möchte die Politiker, alle wie sie sind, auffordern, wieder zur Professionalität und auch Sachlichkeit zurückzukommen. Ja, ich bin in die rechte Ecke gedrängt worden und da wehre ich mich total gegen, weil ich überhaupt nicht rechts bin, sondern ich habe Bedenken und auch Kritik an der Bundesregierung, weil planlos, so wie letztes Jahr die Flüchtlinge hergekommen sind, sollte es nicht sein. Ja. Und eine Bundeskanzlerin, ich möchte das noch, eine Bundeskanzlerin, ja, die müsste... Also wie soll ich das sagen, dass sie Emotionen hat und gesagt hat, die Flüchtlinge dürfen kommen, kann ich vollkommen verstehen, stehe ich auch hinter. Aber sie hat als Bundeskanzlerin die Verantwortung, an uns auch mitzudenken, an die Bevölkerung. Wie es weitergeht. Und hat halt ohne Plan die Leute hier reingelassen. Das hätte planvoll
stattfinden sollen. Und jetzt habe ich nur noch eine Frage. Ich meine, ich kann nicht alles sagen. Das ist aber Ihre Meinung, nicht Ihre Frage, wissen Sie, ne? Jetzt kommt eine Frage. Ich habe eine Frage an die Politiker weltweit, sagen wir mal auch so, ja. Oder beziehungsweise... Da müssen Sie nicht antworten, Herr Bosbach, Bundesregierung, alle. Bundesregierung und auch Europa. So, wir wissen, dass es die nächste Zeit möglich sein kann, dass der Erdogan den Flüchtlingsdeal platzen lässt. Ich frage mich jetzt wirklich, nach allem, was ich gesehen habe von Politikern, ja, die frage ich mich, sind wir überhaupt darauf vorbereitet, wenn dann nochmal ein Flüchtlingsstrom kommt, weil dann kriege ich bleiben wirklich wir aber, bleiben wir aber erstmal, ich darf Sie da unterbrechen, bleiben wir doch einfach mal beim Status quo, wo wir sind. Und wir haben da noch eine Grafik, wir müssen ja mal fragen, wie viel sind jetzt eigentlich gekommen und wie ist die Situation jetzt derzeit? Und wenn wir das da aufrufen, im Jahre 2015 hatten wir in Deutschland 890.000 Asylsuchende, die unser Land erreicht haben. In diesem Jahr, wir haben jetzt Anfang Dezember, morgen um genau zu sein, haben wir 303.000. Das heißt also, das sind bestätigte Zahlen. Diese Zahlen zeigen also, dass sich das in diesem Jahr auf ein Drittel reduziert hat. Da ist die Frage, hier gibt es sogar Zweifel. Ich komme mal zu diesem Tisch. Sie haben noch gar nichts gesagt. Soll ich Sie fragen oder Sie? Mein Name ist Wirth Matthias, ich komme aus Köln. Nur ganz kurz zu dieser Statistik. Dort fehlen die ganzen illegal Eingereisten. Weil das sind ja alles nur Statistiken für offizielle. Ja, wir hatten aber eben ja schon eine Statistik, die gezeigt hat, dass beispielsweise diejenigen, die aus den Maghreb-Staaten kommen, einen sehr geringen Teil ausmachen. Das ist ja richtig. Aber es geht, wie gesagt, nur um diese Gesamtzahlen. Natürlich haben wir dieses Jahr weniger, aber diese 890.000 sind offiziell Registrierte. Und wir wissen, dass wir heutzutage oder dass im Jahr 2015 wesentlich mehr als diese 890.000 eingereist sind. Entschuldigung, da muss ich Ihnen an dem Punkt widersprechen, weil das bestätigte Zahlen sind vom Bundesministerium. Und ich glaube, offizielle Zahlen sind illegal eingereist. Ja, gut, aber die illegal kann man zum Teil erst nicht erfassen, aber andere sind erfasst, auch so. Was haben Sie für eine Meinung? Ich möchte für sich etwas anderes sagen. Ich möchte etwas aufgreifen, was der Herr Bosbach eben gesagt hat. Fordern und fördern. Mhm. Fordern und fördern bedeutet, bei mir schauen Sie sich mal, was bei uns auf den Arbeitsämtern passiert. Jeder, der dort Arbeitslosengeld bezieht, muss eine Zielvereinbarung unterschreiben. Diese Zielvereinbarung fehlt mir bei den Migranten im weitesten Sinne. Und die müsste man erzwingen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ansonsten wird da nichts stattfinden. Ich habe 8 Jahre in den Ländern gelebt. Ich weiß, wovon ich rede. Was meinen Sie damit? Ich weiß, wovon ich rede, weil ich dort gelebt habe. Weil Sie in diesen Ländern, nehmen wir mal beispielsweise unsere deutsche Polizei, dass Frauen dort zur Polizei gehören, ist absolut unüblich bzw. nicht normal. Das heißt, es wird keine deutsche Polizistin hier irgendwo einen Respekt von den Migranten bekommen. Also das finde ich jetzt mal eine gewagte Äußerung, wenn ich das so sagen darf, aus meiner Warte, Herr Fiedler. Ja, also jein, sage ich mal, weil wir haben natürlich schon grundsätzlich unterschiedliche Situationen im Nahen Osten und in Nordafrika, was patriarchalische Gesellschaftsstrukturen angeht. Das ist schon ein Grundzusammenhang, der ist komplett richtig. Und was auch richtig ist natürlich, dass die Leute, die aus beiden Ecken kommen, natürlich ein unterschiedliches Verhältnis zum dortigen Staat haben. Also der ist natürlich nicht rechtsstaatlich organisiert und nicht demokratisch. Im Nahen Osten, kann man sagen, ist eine komplette Krisenregion. Aus unterschiedlichen Gründen. Politische Krise, Freiheit ist nicht so gegeben, wie das bei uns ist. Aber insbesondere zeigt sich das bei uns natürlich in einem unterschiedlichen Verhältnis zu den dortigen Autoritäten, die eben dort nicht rechtsstaatlich organisiert sind. Und deswegen haben wir durchaus einen Effekt, insbesondere bei nordafrikanischen Straftätern, dass sie also dort einen überbordenden Polizeistaat aus ihren Heimatgefilden kennen und hier in Teilen eben wenig Reaktionen vom hiesigen Staat erfahren. Und das ist nicht gerade förderlich zur Verhinderung weiterer Straftaten. Herr Bosbach, wie reagieren Sie darauf, wenn Sie hören, dass auch offizielle Zahlen einfach auch angezweifelt werden, weil viele Menschen das Gefühl haben, also, ja, aber da ist ja auch noch anderes. Also es ist ja richtig, was der Herr gesagt hat, ist völlig richtig. Aber das Problem können wir nicht lösen, denn das Problem haben wir auch in jeder Kriminalstatistik. Es können nur die Anzeigen statistisch erfasst werden, die bekannt werden oder die Taten, die zur Anzeige gebracht werden. Die Zahl der tatsächlich begangenen Straftaten dürfte höher sein. Wenn jemand illegal einreist und sich hier nicht registrieren lässt, erfassen wir ihn in dieser Statistik nicht. Es dürften auch nicht wenige gewesen sein, die in dieser Zahl sind, mittlerweile aber weitergewandert sind. Allerdings kommen die von Ihnen erwähnten 303.000 zu den 900.000 dazu.
Natürlich. Denn wir erleben ja gerade, dass wir haben etwa eine Schutzquote von 60%. Wir haben bei den ablehnenden Bescheiden mittlerweile einen Verfahrensstand etwa 60.000 Klagen. Natürlich verbunden mit der Hoffnung, auf Dauer hier bleiben zu können. Die Zahlen addieren sich. Insofern haben Sie völlig recht. Gegenüber 2015 ist die Zahl deutlich zurückgegangen. Aber es ist die zweithöchste Zahl, die wir seit dem Asylkompromiss von 1993 jemals hatten. Ich gehe mal mit einer ganz offenen Frage ins Publikum und frage Sie nach einem sehr, sehr bekannten Satz. Der ist fast so bekannt wie Yes, we can. Der Satz heißt, wir schaffen das. Sie sind eine sehr junge Mitbürgerin. Glauben Sie, dass sich dieser Satz bewahrheiten wird? Sehr, sehr schwierig zu sagen. Aber zu dem Thema, ob Integration funktionieren kann, möchte ich gerne sagen, zum Thema Turnhallen, dass es nicht funktionieren kann, wenn man Flüchtlinge in Turnhallen unterbringt, dass Integration funktioniert, weil dann Hass und Wut auf Seiten der, ja, der Bürger halt entstehen kann. Und ich kann sagen, also ich komme aus einem kleinen Dorf im Kreis Wesel. Aha. Wir haben es nicht so gemacht. Die Stadt hat verschiedene Wohnungen angemietet oder gekauft und es funktioniert sehr, sehr, sehr gut bei uns. Mhm. Also ich habe selber auch Flüchtlingsnachhilfe gegeben bei der Caritas und in der Schule. Und die Flüchtlinge werden wirklich gut aufgenommen. Und klar, es gibt negative Stimmen bei uns. Aber dadurch, dass die positiven Stimmen so viel größer sind, werden die halt ja, klein gemacht sozusagen. Und das funktioniert wirklich gut. Also ich habe viele Kontakte mit denen. Ja, also sie ziehen eine positive Bilanz. Auf jeden Fall. Also ich komme mal, ne, also es ist jetzt... Ja. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 20. Sie sind 20, das heißt, Sie geben ja auch Zeit her und investieren Zeit, um mit Flüchtlingen zu arbeiten. Ja, also jetzt bin ich umgezogen nach Bonn zum Studium, mache das im Moment nicht mehr, aber es ist Zeit, aber man merkt, dass sie das freut und dass sie wirklich Deutsch lernen möchten. Also ein kleines Mädchen. die ist jetzt, glaube ich, in der 7. Klasse, genau. Ich habe sie letztens nochmal wieder gesehen. Und das ist einfach fantastisch. Innerhalb von einem Jahr, sie spricht ja nicht perfekt, aber nahezu perfekt. Und ja, ist froh, wenn man dazu beitragen kann. Schön, vielen Dank. Sie haben sich ja vorhin schon mal gemeldet. Sie haben gesagt, Köln ist ein bisschen aufgebauscht worden. Was ist Ihre Meinung jetzt? Ich fand den Satz damals angemessen und super. Wir schaffen das. Ich fand das toll, genau. Mhm. Ich habe die Bilder noch vor Augen, wie die Mütter, die Familien an den Zäunen gestanden haben, im Schlamm, im Dreck, in der Not. Wer sollte sich so eine Aussage verweigern? Ich finde das genau richtig zu dem Zeitpunkt. Hinterher kann man immer klug sein, schlau sein und sagen, das hätte man anders machen können. Hier kann man was verbessern. Das kann man sicherlich machen. Zu dem Zeitpunkt fand ich das genau richtig. Und heute? Heute finde ich immer noch so, ich habe ja auch bei den ganz unterschiedlichen Stellungnahmen hier festgestellt, dass die meisten sagen, grundsätzlich sind Flüchtlinge willkommen. Trotz der Silvesternacht. Natürlich muss man aufpassen, dass die sich nicht integrieren wollen, die keine Sprache sprechen wollen, die hier kriminell werden, dass die schnell und hart bestraft und ausgewiesen werden. Wer hier Hilfe braucht, ist willkommen und das finde ich toll. Das ist eine super Kultur und da können wir stolz drauf sein. Und ich bin oft im Ausland und dafür werden wir manchmal kritisiert, die Merkel gerade in Österreich zum Beispiel. Aber grundsätzlich werden wir dafür beneidet, für diese Kultur, die wir hier entwickelt haben in der letzten Zeit. Da bin ich stolz drauf. Finde ich. Dankeschön. Widerspruch, der Tisch 25. Ich muss gucken, Sie waren ja schon mal dran heute. Ich erinnere mich an den Vornamen, Wladimir. Deswegen muss ich jetzt einen Tisch weiterrücken. Gut, dass Sie sich so vehement gemeldet haben. Mein Name ist Gilbert Kordendick. Wir kommen aus Bonn. Ich bin heute mit meinem 90-jährigen Vater hier. Bezüglich Integration und Willkommen, sage ich, es ist bedingt. Ich war heute, vor 6 Stunden war ich noch bei meiner Schwiegermutter, 90 Jahre, Jahrgang 26, selbst Flüchtling, Vertriebene aus Schlesien. Und sie sagt heute Mittag noch zu mir, wir kamen in ein marodes Deutschland, in ein komplett kaputtes Deutschland. Wir wurden nicht willkommen geheißen. Ja, das ist bekannt. Und es waren 14 Millionen Menschen. Und heute sagt sie, der Unterschied ist, wir waren Deutsche, wir hatten die gleiche Kultur und jetzt kommen, und jetzt, deswegen sagt sie heute Mittag noch bedingt willkommen, weil sie glaubt, und das ist auch meine Meinung, dass gerade die Moslems eben ihre eigene Kultur ja mitbringen und sich nicht integrieren wollen.
Danke für diese Wortmeldung. Entschuldigung, ich muss jetzt, einige können nicht drankommen. Ich bitte wirklich um Verständnis, aber ich muss noch einmal hier quer durchrasen, weil jetzt muss ich einfach noch mal zu Frau Youssef. Sie sind ja Muslimin und das werden Sie öfter hören. Ja, Sie arbeiten ja als Integrationsbeauftragte der Stadt Krefeld. Wie reagieren Sie, wenn Sie solche ganz klar geäußerten auch Meinungen hören? Ja, die Muslims wollen ja eigentlich gar nicht und das wird nicht funktionieren. Genau, vielleicht noch mal zum Standpunkt. Ich bin nicht nur Muslima, ich bin auch aus dem Nahen Osten. Und das ist nochmal so ein doppelter Aspekt, wo ich dann immer denke, wir sind häufig sehr defizitorientiert und wir schauen uns immer nur die Negativbeispiele an. Ich denke, es gibt so viel gute, positive Beispiele, die wir auch mal nach vorne ziehen können. Und Integration ist wirklich gelungen und Integration gelingt. Und ich finde die Aspekte und die Runde, die hier genannt werden, in dieser Runde genannt werden, sehr, sehr, sehr bunt und sehr auffällig. Also man kann viele verschiedene Aspekte hier gleich thematisieren. Und den Aspekt, dass wir schaffen das, finde ich sehr gut. Wir haben sehr viel geleistet. Wir haben Großartiges geleistet. Und das, was jetzt noch vor uns liegt, die Integration, die müssen wir noch wirklich bewältigen. Und das schaffen wir aber nur, wenn wir das gemeinsam tun. Und ich glaube, in Nordrhein-Westfalen ist mit der Schaffung von 53 kommunalen Integrationszentren in den einzelnen Kommunen und in den Kreisen eine ganz gute Basis geschaffen worden, in der Projekte initiiert werden, in der Ehrenamtsunterstützung passiert. Und wenn ich hier die Ehrenamtler aus Krefeld sehe, das ist eine wunderbare Zusammenarbeit, die wir... Ich glaube, eins können wir alle festhalten, ohne die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen hätte gar nichts funktioniert. Danke, Frau Josef. Ich komme zu Ihnen. Ja. Sie sind... Mein Name ist Anna Munzos. Ich komme hier aus Köln. Ich lebe hier in Köln. Wie alt sind Sie? 27 Jahre. Okay. Und ich wollte noch mal gerade was dazu sagen, dass... so ein bisschen daran anknüpft. Und zwar wurde hier die Verbindung hergestellt zwischen bestimmten Verhaltensweisen und ob ein Mensch in unser Land passt oder nicht und aus einer vermeintlichen Kultur aus eben kommt. Was ich sehr, sehr gefährlich finde, weil dort suggeriert wird, dass bestimmte Verhaltensweisen, insbesondere vor dem Hintergrund des Themas unserer Sendung heute, dass wir sagen, wir gucken uns die Missbrauchsfälle und Vergewaltigungen und Übergriffe auf Frauen aus der Silvesternacht an und sagen dann, das hat etwas damit zu tun, aus welcher Kultur jemand kommt. Und das stimmt auch. Wir allein hier heute, wir kommen, also die wir hier sitzen, wir kommen aus Deutschland. Wir sind die meisten von uns hier aufgewachsen und sind, also ich für meinen Punkt muss sagen, ich fühle mich hier vielen Leuten kulturell so viel weiter entfernt als Menschen, die aus einem anderen Land kommen, weil einfach Kultur nicht zwar, also es gibt meiner Meinung nach nicht so etwas wie eine Kultur als, sagen, wie die man sich vorstellen kann, wie ein Container. Also wer Deutsches ist, so und so und beinhaltet diesen und jenen Aspekt. Sondern Verhaltensweisen bedingen sich auch immer aus der Sozialisation eines Menschen. Also es ist meiner Meinung nach sehr gefährlich zu sagen, nur weil jemand dieser oder jenen Religion angehört aber oder diese und jene Natur. Aber ich kann Ihnen zum Teil ja auch folgen, aber auch wir in Deutschland haben auch eine eigene Kultur mit eigenen Tugenden und Werten und eine Wertegemeinschaft. Und ich erwarte schlicht und ergreifend von jedem, der zu uns kommt, dass er sich in diese Wertegemeinschaft einfügt und ein Teil davon wird und nicht umgekehrt. Und mittlerweile ist das ja auch tatsächlich so. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir gerade modifiziert werden, um uns den anderen Kulturen anzupassen. Es läuft vollkommen in die entgegengesetzte Richtung. Aber das ist schon immer so gewesen. Nein. Wenn sich unsere Kultur nicht ändern würde, dann hätten wir, also wenn wir ganz plakativ bleiben wollen und sagen wir mal, wir gehen nur in die 60er Jahre zurück, dann hätten wir heute keine Auberginen, kein Knoblauch, keine Zucchini in unserem Essen. Entschuldigung, es ist eine Live-Sendung, meine Damen und Herren. Wir sind am Ende. Es ist eine geschlossene Frage. Wolfgang Bosbach, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Also, ja oder nein? Die Sendung ist zu Ende. Wenn wir nicht die notwendigen Konsequenzen ziehen, werden wir nicht das schaffen können, was wir schaffen müssten. Es hat aber schon eine ganze Reihe von Kurskorrekturen gegeben. Vielen Dank, Wolfgang Bosbach. Danke allen, die hier heute Abend waren. Es geht immer noch heiß her. Es wird ja weiter diskutiert in der Live-Sendung. Ich möchte nur darauf hinweisen, in 2 Wochen machen wir weiter mit Ihrer Meinung. Am Mittwoch, den 14.12. fragen wir kaputte Brücken. Marode Straßen, Dauerstau, was muss sich ändern? Da geht es nur um dieses Land Nordrhein-Westfalen. Und einen Tag später, am Donnerstag, den 15. schlagen, hetzen, schreien, verroht unsere Gesellschaft. Ich freue mich auf die beiden kommenden Sendungen und danke allen, die hier sind, für Ihre Beteiligung an der heutigen und Ihnen für Ihr Interesse. Machen Sie es gut, diskutieren Sie weiter. Wir tun es hier auch. Auf Wiedersehen.
Wen interessiert schon Ihre Meinung? Uns. Stört es Sie auch, dass immer mehr öffentliche Gebäude und Straßen kaputt gehen? Dass Sie ständig im Stau stehen? Außerdem, gibt es bei uns immer mehr Hass und Hetze statt Hilfe und Mitgefühl? Darüber möchte ich mit Ihnen... Also ich bin als Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums hier und ich erlebe in Krefeld eine ganz andere Situation. Wir sind Dienstleister, die Menschen kommen zuerst, gerade wenn sie Kinder haben, zu uns. Wir nehmen die Kinder auf für die Schulen, für die also Schulpflichtige und für die Berufsschulen und auch für Abendrealschulen zum Beispiel. Und all diese Kinder und die Familien, das sind in dem letzten Jahr, im letzten Schuljahr 1700 Schülerinnen und Schüler, Pi mal Daumen gewesen, sind alle sehr integrationswillig. Hängt das nicht auch immer dann an der Ansprache? Wie wir eben schon gehört haben, man muss die Geschichten zeigen, man muss auf die Individuen eingehen und die Flüchtlinge umgekehrt müssen auch jemanden haben, zu dem sie Vertrauen ganz genau aufbauen können. Also mein Team, unser Team, das Kommunale Integrationszentrum ist international, multikulturell aufgestellt. Die Familien, die zu uns kommen, ich bin selber arabischsprachig, die fühlen sich bei uns wohl. Sie erleben Menschen, die ihnen entgegenkommen, die sie unterstützen. Und genau das ist das, was sie eigentlich brauchen. Wir sind ja jetzt wieder beim ganz allgemeinen Phänomen. Wie gehen wir mit der Flüchtlingsproblematik um? Ich würde gerne noch mal zur Silvesternacht zurückkommen und würde jetzt gerne wieder auf diese Seite gehen, damit ich sozusagen keine Schimpfe kriege. Ich würde Sie gerne fragen. Sie sind? Schönen guten Tag. Herr Zobel aus Köln. Herr Zobel. Ich war Silvester dort. Sie waren dort? Ja, allerdings nur bis 22.30 Uhr, ja. Bis die ersten Raketen so in die Menge flogen. Da sind wir gegangen. Aber... Eine Gruppe? Wir? Nee, mein Gatto und ich. Mhm. Und seit Silvester hat sich aber sehr viel geändert, auch in Köln. Mhm. Ich bin vor Silvester nie auf der Straße angespuckt worden. Du schwule Sau. Wenn wir gewinnen, dann hängst du. Das ist mir zweimal passiert. Mhm. Es sind nicht nur die Frauen, die hier drunter zu leiden haben. Mhm. Es ist auch gerade in Köln die schwule Gemeinschaft. Das heißt, Sie meinen, dass sich die Gesamtatmosphäre, die ja. Offenheit, das, was wir vorhin schon mal gehört haben, als das Bunte der Gesellschaft, dass Sie das beeinträchtigt sehen? Das wird nicht mehr bunt. Das wird einseitig. Das heißt, Sie sehen da sehr schwarz. Ich sehe sehr, sehr schwarz. Mhm. Sie haben sich eine ganze Weile gemeldet, das habe ich gesehen. Genau. Ich möchte noch mal vor Augen führen, letztendlich, dass Deutschland beteiligt ist an Fluchtursachen und mitverantwortlich. Mhm. Da fällt mir zum einen ein, dass wir unzählige Waffen in alle Welt exportieren, dass wir auch seit einigen Jahren, mit der Bundeswehr im Ausland vertreten sind, Kriegseinsätze auch aktiv unterstützen. Und das dazu kommt, und ein wichtiger Faktor für mich, dass die wirtschaftliche Situation, also das unfaire Welthandelssystem letztendlich, wie es konzipiert ist, dass das dazu führt, dass Menschen arm gemacht werden und dass das Ursachen sind letztendlich Krieg und Armut, warum Menschen hier hinkommen. Und deswegen sind wir verpflichtet, diese Menschen auch... Viel weiß er nicht über die Silvesternacht, aber er sagt mir... Das war nicht schon von... Leute arabisch und so. Nordafrika. Nicht alle Afrikaner sind gleich. Unverständnis und Scham, das fühlen die meisten hier, wenn sie an die Täter der Silvesternacht hauptsächlich aus Nordafrika denken, sagt Ben Messner. Er leitet das Projekt Hope, Hoffnung. Aus Ihrer Sicht, Sie arbeiten ja viel mit Flüchtlingen, hat sich die Willkommenskultur in Deutschland durch die Silvesternacht verändert? Die Willkommenskultur hat sich definitiv verändert. Auch was die Offenheit für Flüchtlinge angeht. Die wenigsten befürworten ja jetzt noch, dass noch mehr kommen zum Beispiel. Ne? Man sieht es auch an der Anzahl der Ehrenamtlichen, ist ein bisschen zurückgegangen. Aber jetzt geht es halt immer die nächsten Schritte. Die Leute, die da sind, die müssen jetzt halt auch in der Gesellschaft ankommen. Und das ist viel schwerer als... integriert werden. Genau, die müssen sollen ja auch ein lebendiger Teil einer bunten Gesellschaft werden. Die bunte Gesellschaft scheint mir gefährdet. Seit der Silvesternacht 2015. Die Bilder von vor knapp einem Jahr. Chaos, Diebstahl, sexuelle Übergriffe. Hunderte Frauen klagen an. Männer, zumeist Ausländer, bestehlen, begrapschen, vergehen sich an ihnen. Auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz. 1200 Anzeigen, 500 davon wegen Sexualdelikten. Ich denke mir, Frauen müssen sich wie Freiwild gefühlt haben.
So etwas bislang undenkbar. Tabea Beister und ihre Mutter waren in der Silvesternacht vor dem Dom, wollten hier im Brauhaus Gaffel feiern. Man wusste sofort, es sind sehr viele, ich sag jetzt einfach mal Flüchtlinge, die eben hier jetzt Silvester feiern wollen. Das war schon so der erste Eindruck. Und es war auch, dass Raketen aufeinander geschossen wurden und Böller auch in Kinderwägen geflogen sind. Und das konnte ich die Jahre zuvor überhaupt nicht beobachten. Dann erleben sie hier draußen vor dem Dom das, was zahllose Frauen in dieser Nacht erleben müssen. Die Stimmung ist aggressiv. Immer wieder werden Tabea und ihre Freundin von Männern sexuell belästigt. Da kommt dann schon so ein bisschen Panik in einem hoch, ja. Also meine Freundin, die hatte Gott sei Dank meinen Vater am Arm, der sie so ein bisschen versucht hat abzuschotten. Aber er sagt halt, sobald er einen wegschickt, kam schon wieder neuer und hat versucht, Lea anzufassen oder zu umarmen oder ihr näher zu kommen. Und er sagt, es war echt schwierig, da junge Männer davon abzuhalten, wirklich Lea begrapschen zu wollen oder auch anfassen zu wollen. Geschichten wie die von Tabea. Einerseits natürlich im Nachtleben, weil das ist unheimlich viel vermischt. Auf der anderen Seite aber auch halt in kulturellen Kontexten, wie Konzerten oder Märkten oder sowas, wir halt machen. Und jetzt? Wie steht's nun mit der Willkommenskultur nach der Silvesternacht? Ich meine, im öffentlichen Diskurs gibt es ja ganz klare Strömungen, dass man sagt, die haben hier nichts mehr zu suchen. Und es ist nicht, weil es weniger Kriegsopfer gibt und weniger Menschen, die fliehen müssen, sondern das ist einfach, weil es... Das war ein Zeitphänomen, das war ein gewisser Hype. Und der ist abgeklungen, ja, definitiv. Die Willkommenskultur, nur ein Hype? Eine Reportage von Florian Bauer und Essad Mogel, meine Damen und Herren. Jetzt möchte ich aber gerne mit einer Frau sprechen, weil in dem Film doch sehr, sehr viele Männer zu Wort gekommen sind, wenn ich es mal so sagen darf. Deswegen gehe ich jetzt in diese Ecke, ganz nach hinten zu Ihnen. Sie haben sich eben gemeldet. Genau. Also mein Name ist Ute Erler, ich komme aus Haltern am See und bin in der Flüchtlingsarbeit in Haltern tätig. Und bei uns hat sich auch sehr viel geändert durch diese Silvesternacht. Die Leute sind viel, viel ängstlicher, viel vorsichtiger geworden. Welche Leute? Die Menschen in Haltern. Okay. Wir haben unwahrscheinlich viele, die uns in der Flüchtlingsarbeit unterstützen. Aber es sind auch sehr viele mittlerweile, die jetzt ein bisschen Abstand genommen haben. Die skeptisch geworden sind, genau. Wir haben aus dem Grund, jetzt darf ich mal einmal überleiten zu meiner Mitstreiterin, das ist Gerburgis Sommer. Die hat ein ganz tolles Projekt ins Leben gerufen und kann wahrscheinlich da selber drüber erzählen. Was Konkretes, wie es funktionieren kann, wollen wir. Ja, das Projekt heißt Schau mich an, Gesicht einer Flucht. Die Silvesternacht und die Berichterstattung über die Flüchtlinge anonymisierend, pauschalisierend und meist negativ behaftet, habe ich gedacht, es ist Zeit, Gesicht zu zeigen und die Flüchtlinge zu fragen, wer bist du, aus welchem Land kommst du, warum musstest du fliehen und wie geht es dir bei uns in Haltern am See? Das habe ich eine Weile gemacht und irgendwann habe ich gedacht, wie halten die Flüchtlinge das aus? Und habe dann ältere Deutsche interviewt. Grete ist 92 Jahre alt, ist aus Ostpreußen geflohen, verschleppt worden von den Russen und hat 70 Jahre nicht über ihr Schicksal gesprochen. Als es darum ging, ein Foto von ihr zu haben, sagte sie, aber kein aktuelles. Die denken halt, ich komme aus Wesel und jetzt spinnt die Grete völlig. Also, und sie kam aus der gleichen Kultur, die spricht die gleiche Sprache und es war trotzdem sehr schwer. Das war immer ein Geheimnis, als Geheimnis war immer ein bewahrt. Geheimnis und damals, 1945, waren 14 Millionen Flüchtlinge in einem völlig zerstörten Deutschland unterwegs und es ist irgendwie gelungen. Ich möchte mit dieser Ausstellung, es ist aus dieser Serie in der Zeitung eine Wanderausstellung entstanden, Mut machen, sich die Flüchtlinge anzusehen. Es sind Menschen wie du und ich. Das Persönliche, das Gesicht zeigen, ins Gespräch kommen mit den Einzelnen. Ich bleibe noch mal eben jetzt bei den Frauen, wenn die Männer dafür... Ich bin nur Muslima, ich bin auch aus dem Nahen Osten. Und das ist noch mal so ein doppelter Aspekt, wo ich dann immer denke, wir sind häufig sehr defizitorientiert. Und wir schauen uns immer nur die Negativbeispiele an. Ich denke, es gibt so viel gute, positive Beispiele, die wir auch mal nach vorne ziehen können. Und Integration ist wirklich gelungen und Integration gelingt und ich finde die Aspekte und die Runde, die hier genannt werden, in dieser Runde genannt werden, sehr, sehr, sehr bunt und sehr
auffällig. Also man kann viele verschiedene Aspekte hier gleich thematisieren. Und den Aspekt, dass wir schaffen das, finde ich sehr gut. Wir haben sehr viel geleistet. Wir haben Großartiges geleistet. Und das, was jetzt noch vor uns liegt, die Integration, die müssen wir noch wirklich bewältigen. Und das schaffen wir aber nur, wenn wir das gemeinsam tun. Und ich glaube, in Nordrhein-Westfalen ist mit der Schaffung von 53 kommunalen Integrationszentren in den einzelnen Kommunen und in den Kreisen eine ganz gute Basis geschaffen worden, in der Projekte initiiert werden, in der Ehrenamtsunterstützung passiert. Und wenn ich hier die Ehrenamtler aus Krefeld sehe, das ist eine wunderbare Zusammenarbeit, die wir... Ich glaube, eins können wir alle festhalten, ohne die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen hätte gar nichts funktioniert. Danke, Frau Josef. Ich komme zu Ihnen. Ja. Sie sind... Mein Name ist Anna Munzos. Ich komme hier aus Köln. Ich lebe hier in Köln. Wie alt sind Sie? 27 Jahre. Okay. Und ich wollte noch mal gerade was dazu sagen, dass... so ein bisschen daran anknüpft. Und zwar wurde hier die Verbindung hergestellt zwischen bestimmten Verhaltensweisen und ob ein Mensch in unser Land passt oder nicht und aus einer vermeintlichen Kultur aus eben kommt. Was ich sehr, sehr gefährlich finde, weil dort suggeriert wird, dass bestimmte Verhaltensweisen, insbesondere vor dem Hintergrund des Themas unserer Sendung heute, dass wir sagen, wir gucken uns die Missbrauchsfälle und Vergewaltigungen und Übergriffe auf Frauen aus der Silvesternacht an und sagen dann, das hat bestimmt etwas damit zu tun, aus welcher Kultur jemand kommt. Und das stimmt auch. Wir allein hier heute, wir kommen, also die wir hier sitzen, wir kommen aus Deutschland. Wir sind die meisten von uns hier aufgewachsen und sind, also ich für meinen Punkt muss sagen, ich fühle mich hier vielen Leuten kulturell so viel weiter entfernt als Menschen, die aus einem anderen Land kommen, weil einfach Kultur nicht zwar, also es gibt meiner Meinung nach nicht so etwas wie eine Kultur als, sagen, wie die man sich vorstellen kann, wie ein Container. Also wer Deutsches ist, so und so und beinhaltet diesen und jenen Aspekt. Sondern Verhaltensweisen bedingen sich auch immer aus der Sozialisation eines Menschen. Also es ist meiner Meinung nach sehr gefährlich zu sagen, nur weil jemand dieser oder jenen Religion angehört aber oder diese und jene Natur. Aber ich kann Ihnen zum Teil ja auch folgen, aber auch wir in Deutschland haben auch eine eigene Kultur mit eigenen Tugenden und Werten und eine Wertegemeinschaft. Ich wusste sofort, es sind sehr viele, ich sag jetzt einfach mal Flüchtlinge, die eben hier jetzt Silvester feiern wollen. Das war schon so der erste Eindruck. Und es war auch, dass Raketen aufeinander geschossen wurden und Böller auch in Kinderwägen geflogen sind. Und das konnte ich die Jahre zuvor überhaupt nicht beobachten. Dann erleben sie hier draußen vor dem Dom das, was zahllose Frauen in dieser Nacht erleben müssen. Die Stimmung ist aggressiv. Immer wieder werden Tabea und ihre Freundin von Männern sexuell belästigt. Da kommt dann schon so ein bisschen Panik in einem hoch, ja. Also meine Freundin, die hatte Gott sei Dank meinen Vater am Arm, der sie so ein bisschen versucht hat abzuschotten. Aber er sagt halt, sobald er einen wegschickt, kam schon wieder neuer und hat versucht, Lea anzufassen oder zu umarmen oder ihr näher zu kommen. Und er sagt, es war echt schwierig, da junge Männer davon abzuhalten, wirklich Lea begrapschen zu wollen oder auch anfassen zu wollen. Geschichten wie die von Tabea machen mich bis heute fassungslos. Und was hat das mit dem Thema Willkommenskultur zu tun? Viel, sagt er. Axel Behren ist Pfarrer im Ruhestand. Knapp 25 Jahre lang hat er sich als Gefängnisseelsorger auch um viele Ausländer gekümmert. Und sagt mir jetzt, die Silvesternacht sei vorhersehbar gewesen. Wie passt das zusammen? Sie als ehemaliger Pfarrer, wir stehen hier vor einer Kirche. Sie sprechen sich sehr, sehr deutlich gegen eine Islamisierung der Gesellschaft aus. Was ist mit christlicher Nächstenliebe? Ich bin nur dafür, dass wir eine buntere und breitere Klientel an Schutzsuchenden bei uns aufnehmen, die aus aller Herren Ländern kommen. Christliche Nächstenliebe ist für mich aber nicht nur, dass ich aus dem rein weg islamischen Sprachraum und aus dem kulturellen Raum des Arabischen die Menschen hier in Scharen zulasse, sondern dass wir breiter aufgestellt sind. Ich begleite Axel Behren zu einem Termin. Er ist als evangelischer Pfarrer in die AfD eingetreten und hat deshalb Streit mit der Kirche. Das Thema mit uns heute, Flüchtlinge und die Silvesternacht. Wir müssen auf der Hut sein. Die Menschen, die kommen, sind nicht alle willkommene Bürger unseres Staates, Neubürger, weil sie auch mit einer gewissen Problembeladenheit ankommen. Wer ist nicht willkommen?
Nicht willkommen sind Menschen, die sich den Sitten und Gebräuchen und den Gepflogenheiten in unserem Lande nicht bereit sind anzupassen. Das macht Angst, weil dieser islamische Raum auch eine andere Kultur mitbringt. Was macht Angst daran? Eine Kultur, die immer wieder von den Ankommenden uns verheißt, wir wollen euch bekämpfen, wir können mit euch nicht gemeinsam existieren, ihr seid Christen und Ungläubige und uns gehört die Welt. So sieht das Pfarrer Behren hier bei der AfD. Und jetzt, deswegen sagt sie heute Mittag noch bedingt willkommen. Mhm. Weil sie glaubt, und das ist auch meine Meinung, dass gerade die Moslems eben ihre eigene Kultur ja mitbringen und sich nicht integrieren wollen. Danke für diese Wortmeldung. Entschuldigung, ich muss jetzt, einige können nicht drankommen. Ich bitte wirklich um Verständnis, aber ich muss noch einmal hier quer durchrasen, weil jetzt muss ich einfach noch mal zu Frau Youssef. Sie sind ja Muslimin und das werden Sie öfter hören. Ja, Sie arbeiten ja als Integrationsbeauftragte der Stadt Krefeld. Wie reagieren Sie, wenn Sie solche ganz klar geäußerten auch Meinungen hören? Ja, die Muslims wollen ja eigentlich gar nicht und das wird nicht funktionieren. Genau, vielleicht noch mal zum Standpunkt. Ich bin nicht nur Muslima, ich bin auch aus dem Nahen Osten. Und das ist nochmal so ein doppelter Aspekt, wo ich dann immer denke, wir sind häufig sehr defizitorientiert und wir schauen uns immer nur die Negativbeispiele an. Ich denke, es gibt so viel gute, positive Beispiele, die wir auch mal nach vorne ziehen können. Und Integration ist wirklich gelungen und Integration gelingt. Und ich finde die Aspekte und die Runde, die hier in dieser Runde genannt werden, sehr, sehr, sehr bunt und sehr auffällig. Also man kann viele verschiedene Aspekte hier gleich thematisieren. Und den Aspekt, dass wir schaffen das, finde ich sehr gut. Wir haben sehr viel geleistet. Wir haben Großartiges geleistet. Und das, was jetzt noch vor uns liegt, die Integration, die müssen wir noch wirklich bewältigen. Und das schaffen wir aber nur, wenn wir das gemeinsam tun. Und ich glaube, in Nordrhein-Westfalen ist mit der Schaffung von 53 kommunalen Integrationszentren in den einzelnen Kommunen und in den Kreisen eine ganz gute Basis geschaffen worden, in der Projekte initiiert werden, in der Ehrenamtsunterstützung passiert. Und wenn ich hier die Ehrenamtler aus Krefeld sehe, das ist eine wunderbare Zusammenarbeit, die wir... Ich glaube, eins können wir alle festhalten, ohne die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen hätte gar nichts funktioniert. Danke, Frau Josef. Ich komme zu Ihnen. Ja. Sie sind... Mein Name ist Anna Munzos. Ich komme hier aus Köln. Ich lebe hier in Köln. Wie alt sind Sie? 27 Jahre. Okay. Und ich wollte noch mal gerade was dazu sagen, dass... so ein bisschen daran anknüpft. Und zwar wurde hier die Verbindung hergestellt zwischen bestimmten Verhaltensweisen und ob ein Mensch in unser Land passt oder nicht und aus einer vermeintlichen Kultur aus eben kommt. Was ich sehr, sehr gefährlich finde, weil dort suggeriert wird, dass bestimmte Verhaltensweisen, insbesondere vor dem Hintergrund des Themas unserer Sendung heute, dass wir sagen, wir gucken uns die Missbrauchsfälle und Vergewaltigungen und Übergriffe auf Frauen aus der Silvesternacht an und sagen dann, das hat bestimmt etwas damit zu tun, aus welcher Kultur jemand kommt. Und das stimmt auch. Wir allein hier heute, wir kommen, also die wir hier sitzen, wir kommen aus Deutschland. Wir sind die meisten von uns hier aufgewachsen und sind, also ich für meinen... unseren Flüchtlingsunterkünften bedrängt werden von Mitarbeitern. Also ich habe jetzt selber persönlich keine, Gott sei Dank, kennengelernt, aber ich weiß, dass es über 700 Fälle gegeben hat im letzten Jahr, innerhalb von 6 Monaten. Das ist auch durch die Presse gegangen, das wissen Sie bestimmt. Und die Menschen werden einfach alle in einen Topf geworfen. Und das stört mich. Mhm. Ich finde, wir dürfen nicht sagen, das sind die Flüchtlinge. Das stört mich. Ich möchte gerne, dass man sagt, jeder Einzelne wird gesehen. Vielen Dank. Danke für die Äußerung. Ich würde jetzt gerne zu Ihnen gehen, weil ich kenne Ihre Geschichte nicht, vermute aber, dass Sie eine Migrationshintergrund haben. Das ist richtig. Mein Name ist Feroz Khan. Ich bin aus Dresden hier. Und Entschuldigung. Ich bin ursprünglich aus Frankfurt, aber ich lebe seit einem Jahr in Dresden. Okay. Und ich möchte noch mal einige Punkte betonen bzw. bestätigen. Was Lassen wir bitte noch, wo Ihre Familie ursprünglich herkommt. Meine Eltern stammen aus Pakistan. Deswegen haben wir eben gelacht bei Migrationshintergrund, dann kam Dresden. Und eben, ich möchte einige Punkte betonen und zwar... Ja. Kann ich zunächst einmal bestätigen, dass ich auch die Zahl laut Fokus sechs Verurteilungen gelesen habe. Der Fokus schreibt davon, dass die meisten davon zur Bewährung ausgesetzt wurden. Dieser laschen Justiz steht die Legislative gegenüber. Das Strafgesetzbuch, Paragraf 177, Absatz 1 für sexuelle Nötigung, sieht eine Freiheitsstrafe, eine Haftstrafe
nicht auf Bewährung. Zwischen 6 Monaten und fünf Jahren vor. Das heißt, Sie meinen, das Ganze ist zu lasch von der Justiz. Es ist zu lasch. Es ist eine Fehlleistung der Judikativen. Und ich darf mal kurz erläutern, welchen Schaden das anrichtet. Denn diese davonkommenden Täter, ja, die mischen sich wieder unter das Volk. Und als Konsequenz daraus ist es nur völlig logisch und vor allen Dingen menschlich absolut nachvollziehbar, dass sich in der Gesellschaft eine Angst und ein Unmut gegenüber arabischen Migranten breit macht, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass unsere Judikative diese eben genannten Straftäter konsequent und ausnahmslos hart bestraft, sprich inhaftiert und oder des Landes verweist. Und ich möchte einen weiteren Punkt noch sagen. Ich möchte einen weiteren Punkt sagen zu dem jungen Herrn da hinten, der sich leider nicht vorgestellt hat. Und zwar hat er davon gesprochen, dass wir die Kriege in Syrien fördern, dass wir da Waffen liefern, dass wir dort, wen meinten er eigentlich mit wir? Wir machen gar nichts. Das machen Geostrategen, Großinvestoren und Waffenhändler und teilweise Politiker. Ja. Von wir kann man, das ist übrigens auch eine Verallgemeinerung dieser Bevölkerung. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Bitte schön. Sie sind dunkelhäutig und sind nach Dresden gezogen. Jawohl. Verzeihen Sie bitte, ohne jedes Vorurteil schüren zu wollen. Kein Herz im Leib hat abqualifiziert. Und nach der Silvesternacht hatten wir zum ersten Mal eine Chance, etwas ruhiger über Flüchtlinge zu diskutieren und etwas differenzierter über Flüchtlinge zu diskutieren. Ich hatte eher den Eindruck, dass die Diskussion dann doch sehr emotionalisiert worden ist durch die Ereignisse. Gut, aber wir haben ein differenzierteres Bild gehabt. Mhm. Letztendlich waren es auch die Frauenorganisationen, die hingegangen sind und zunächst mal die Forderung Nein ist Nein aufgestellt haben. Und dadurch wurde dieser Druck zum einen von den Flüchtlingen weggenommen, weil ja auch wir sexuelle Übergriffe auch bei deutschen Männern schon beobachtet haben. Und dadurch haben wir ein neues Gesetz bekommen. Und die ganze Diskussion wurde doch deutlich versachlicht in meinen Augen. Mhm. Und wir konnten zum ersten Mal auch eine differenzierte Meinung, wie Herr Busbach das gerade gesagt hat, äußern, ohne dass wir in die rechte Ecke gestellt worden ist. Und für mich als Bürgerin war das eine ungeheure Entlastung. Mhm. Ich bin weder rechts noch Menschenhasser noch irgendwas anderes, aber ich fordere für mich das Recht ein, dass ich meine Meinung sagen darf, ohne dass ich diffamiert werde, wie das vor Silvester war. Vielen Dank. Dankeschön. Ich gehe mal in die hinteren Ecken. Mein Name ist Günther Kardinal, ich komme aus Aachen und führe dort 16 Jahre schon ein Betreuungsbüro, bin mit der Sache also öfters betraut, habe jetzt noch einen jungen Mann angeboten bekommen, einen Flüchtling. Und dann frage ich mich, wie das sein kann. Der ist seit 2014 hier, verweigert jegliche Integration, hat einen Mitschüler schon mit einem Stein auf den Kopf geschlagen, verringert den Abstand zu Frauen, ist gegenüber den älteren Mitbürgern aggressiv. Mhm. Die Gutachter sagen, hier muss eine Gefährdungsansprache der Polizei erfolgen. Mhm. Und dann soll dieser Mensch betreut werden. Er wird ja 18, er ist traumatisiert. Mhm. Er bekommt dann vom Staat her die Hilfe der Betreuung. Dann kommt der nächste Punkt. Diese Betreuung soll ausgeführt werden von einem Profi. Dieser Profi soll aber laut einem BGH-Urteil von einem Senatsrichter kommentiert die Dolmetscherkosten in diesem Betreuungsfall bezahlen, obwohl er maximal 44 Euro die Stunde bekommt und maximal 3,5 Stunden im Monat. Bei Dolmetscherkosten von 150 bis 400 Euro können sich das mal ausrechnen. Und dann möchte ich noch mal etwas zum Herrn Fiedler sagen. Ich war vorher Polizist. Das, was Herr Fiedler sagt, ist für mich ein Hohn. Wenn Sie hier Polizeibeamten fragen würden, was Sie des Nachts erleben oder auf der Straße erleben, ob das wiedergespiegelt wird am nächsten Tag in der Presse, in der Zeitung, werden Sie nicht erleben. Nur die Kollegen sagen nichts. Die kriegen einen Maulkorb verpasst. Also im Grunde genommen ist es natürlich so, dass wir als Polizeibeamte natürlich unsere Wohlverhaltenspflicht haben gegenüber dem Dienstherrn. Das heißt auch tatsächlich nicht in die Öffentlichkeit zu treten haben, um dort Standpunkte dienstlicher Natur zu vertreten, es sei denn, wir werden tatsächlich dazu aufgefordert. Mhm.
als Polizist unverstanden fühle ich mich in dem Moment, wo polemisiert wird und wo Meinungen herangezogen werden, die im Endeffekt mit dem Dasein der Behörde irgendwie unterfüttert werden, wo Sachen hineininterpretiert werden, die man im Grunde genommen so jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben kann. Und da fühlt man sich natürlich schon irgendwo so zwischen den Stühlen, weil es doch nicht immer hundertprozentig, so wie auch schon gesagt, das wiedergibt, was tatsächlich... Also Aufruf zur Versachlichung, um es kurz zu machen. Also nehm ich so mit hin, muss ich sagen. Wir sollten vielleicht jetzt, ich schau mal auf die Uhr, 9:55 haben wir in dieser Live-Sendung, in der es um die Frage geht, Wendepunkt Silvesternacht, sind Flüchtlinge noch willkommen, sollten wir vielleicht jetzt zu dem Punkt kommen, was machen wir denn nun? Wie kann Integration aussehen? Ist sie möglich? Halten viele von Ihnen es vielleicht für unmöglich? Keine Ahnung. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Wortmeldungen, meine Damen und Herren. Ich komme zu Ihnen. Sie sind... Die Frau Kaiser aus Dienstlaken. Frau Kaiser aus Dienstlaken. Also ich war 17 Jahre mit einem Türken verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Mhm. Und eine davon ist auch Muslimin. Und mein bester Freund, der kommt, also ist vor 25 Jahren aus Afghanistan hierher geflohen. Bin ich auch sehr dankbar für, weil sonst hätte ich ihn ja heute nicht. Und ja, für mich ist einfach, ich versuche mal ein Beispiel zu geben. Da fährt eine Dame mit ihren Kindern in die Mutter-Kind-Kur. Ja? Und dort gibt es eine Sauna und bis zu dem Zeitpunkt ist man nackt dorthin gegangen. Und dann haben sich einige muslimische Mitbürger dort beschwert, Bürgerinnen, und gesagt, ja, bei uns geht das nicht, wir wollen gern bekleidet reingehen. In die Sauna? In die Sauna. Und ja, und dann wurde dann entschieden, dass ab dem Zeitpunkt nur noch in Bekleidung, durfte man nur noch bekleidet in die Sauna gehen. Und da finde ich, da kommt so ein Ungerechtigkeitsgefühl. Aha. Ja, da kommt auch die Wut. Es kommt gar nicht darauf an, oder man hätte ja auch jetzt zum Beispiel einige Tage, oder das, jetzt bin ich hier so aufgeregt. Habe ich auch gerade gesagt. Sie haben mich verstanden. Ich hab, ja. Das ist der Sinn. Oder halt eben auch diese Diskussion über, darf man die Weihnachtsmärkte noch Weihnachtsmärkte nennen? Ne? Das ist, ich feiere seitdem ich lebe am 24. Dezember Weihnachten und nicht den Winter. Aber ich würde mich auch, also sage ich mal da gerade zur Integration, ich würde mich auch sehr freuen. Bei den Muslimen gibt es ja auch Feiertage. Ich sage jetzt mal das Zuckerfest, wenn es Zuckerfest zu treten haben, um dort Standpunkte dienstlicher Natur zu vertreten, es sei denn, wir werden tatsächlich dazu aufgefordert. Mhm. Als Polizist unverstanden fühle ich mich in dem Moment, wo polemisiert wird und wo Meinungen herangezogen werden, die im Endeffekt mit dem Dasein der Behörde irgendwie unterfüttert werden, wo Sachen hineininterpretiert werden, die man im Grunde genommen so jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben kann. Und da fühlt man sich natürlich schon irgendwo so zwischen den Stühlen, weil es doch nicht immer hundertprozentig, so wie auch schon gesagt, das wiedergibt, was tatsächlich... Also Aufruf zur Versachlichung, um es kurz zu machen. Also nehm ich so mit hin, muss ich sagen. Wir sollten vielleicht jetzt, ich schau mal auf die Uhr, 9:55 haben wir in dieser Live-Sendung, in der es um die Frage geht, Wendepunkt Silvesternacht, sind Flüchtlinge noch willkommen, sollten wir vielleicht jetzt zu dem Punkt kommen, was machen wir denn nun? Wie kann Integration aussehen? Ist sie möglich? Halten viele von Ihnen es vielleicht für unmöglich? Keine Ahnung. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Wortmeldungen, meine Damen und Herren. Ich komme zu Ihnen. Sie sind... Die Frau Kaiser aus Dienstlaken. Frau Kaiser aus Dienstlaken. Also ich war 17 Jahre mit einem Türken verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Mhm. Und eine davon ist auch Muslimin. Und mein bester Freund, der kommt, also ist vor 25 Jahren aus Afghanistan hierher geflohen. Bin ich auch sehr dankbar für, weil sonst hätte ich ihn ja heute nicht. Und ja, für mich ist einfach, ich versuche mal ein Beispiel zu geben. Da fährt eine Dame mit ihren Kindern in die Mutter-Kind-Kur. Ja? Und dort gibt es eine Sauna und bis zu dem Zeitpunkt ist man nackt dorthin gegangen. Und dann haben sich einige muslimische Mitbürger dort beschwert, Bürgerinnen, und gesagt, ja, bei uns geht das nicht, wir wollen gern bekleidet reingehen. In die Sauna? In die Sauna. Und ja, und dann wurde dann entschieden, dass ab dem Zeitpunkt nur noch in Bekleidung, durfte man nur noch bekleidet in die Sauna gehen. Und da finde ich, da kommt so ein Ungerechtigkeitsgefühl. Aha. Ja, da kommt auch die Wut. Es kommt gar nicht darauf an, oder
man hätte ja auch jetzt zum Beispiel einige Tage oder das... Jetzt bin ich hier so aufgeregt. Nein, habe ich auch gerade gedacht. Sie haben mich verstanden. Ich hab, ja. Das ist der Sinn. Oder halt eben auch diese Diskussion über, darf man die Weihnachtsmärkte noch Weihnachtsmärkte nennen? Ne? Das ist, ich feiere seitdem ich lebe am 24. Dezember Weihnachten und nicht den Winter. Aber ich würde mich auch, also sage ich mal da gerade zur Integration, ich würde mich auch sehr freuen. Bei den Muslimen gibt es ja auch Feiertage. Ich sage jetzt mal das Zuckerfest, wenn es Zuckerfestmärkte geben würde. Ja, ich sage, da kommt man so auch... ja, aufeinander zu. Mein Wunsch ist eigentlich, dass eine Frau verschleiert, ich sag mal, ist jetzt so mein Bild. Frauen setzen wir eigentlich noch in die Politik und in die Justiz. Herr Bosbach hat... Herr Bosbach hat, glaube ich, vor wenigen Tagen erst geäußert, dass man das Gefühl hier mittlerweile nicht mehr los wird, dass wir in einer sogenannten Paralleljustiz angekommen sind. Und es gibt auch seit Jahren das Thema Parallelgesellschaften. Also ich selber kenne sehr viele Viertel, auch bei uns in Bonn und anderswo, wo sich seit 10, 20 Jahren geschätzt Parallelgesellschaften entwickelt haben, wo ich definitiv auch sagen kann, die wollen sich nicht integrieren. Das ist das eine. Das andere, wenn wir von den Opfern ausgehen, wenn die sich heute diese Sendung hier angucken und ich sage, da sind nicht nur sexuelle Übergriffe haben da stattgefunden, es gab ja tatsächlich Vergewaltigungen. Das ist ein ungeheurer Vorgang, der auch zu bestrafen ist. Und wenn ich dann sehe, dass die Polizei sich die größte Mühe gegeben hat, um Leute festzunehmen, der Justiz zu übergeben und dann diese Leute vor Gericht stehen. Jetzt kommen wir da drauf. Was ist das für ein Urteil auf Bewährung, ja, von mehreren, wo ganz klar festgestellt worden ist, das sind die Täter. Wieso kriegen die dann Bewährung? Also das geht in die Köpfe der Menschen, glaube ich, nicht mehr rein. Und als letztes, wenn die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, jetzt zudem auch noch Informationen vorenthält, die dringend der Aufarbeitung vonnöten sind, um herauszufinden, wer wusste wann, was von wem, dann werden diese Frauen mittlerweile das dritte Mal psychisch vergewaltigt. So viel zum Thema. Vielen Dank. Jetzt muss natürlich zu Wolfgang Bosbach gehen. Herr Bosbach. Die Aufarbeitung dieser Nacht auch in juristischer Hinsicht und der Unmut vieler über die in Anführungszeichen vorgeworfene Unfähigkeit oder Hilflosigkeit der Justiz. Was sagen Sie dazu? Also ich habe mich selber über die Aufklärungsarbeit der Kölner Polizei informiert. Es ist unglaublich schwierig, jemanden anzuklagen, denn ich muss aus einer großen Menschenmenge einer bestimmten Person eine ganz bestimmte Tat nachweisen können, und zwar durch gerichtsfeste Beweise. Aber viele Beschreibungen waren natürlich nur ganz allgemein. Junger Mann, Phänotyp aus Nordafrika, viele sogenannte Sportlergruppe waren auch noch gleich gekleidet. Und dann versetzen wir uns einmal in die Situation der vor Ort tätigen Polizeieinsatzkräfte. Da wurde eine Anzeige erstattet, eine Tat zur Anzeige gebracht. 30 Meter weiter wurde eine neue Tat begangen. Man muss die Geschichten zeigen, man muss auf die Individuen eingehen. Und die Flüchtlinge umgekehrt müssen auch jemanden haben, zu dem sie vertrauen. Ganz genau. Also unser Team, das kommunale Integrationszentrum ist international, multikulturell aufgestellt. Die Familien, die zu uns kommen, ich bin selber arabischsprachig, die fühlen sich bei uns wohl. Sie erleben Menschen, die ihnen entgegenkommen, die sie unterstützen. Und genau das ist das, was sie eigentlich brauchen. Wir sind ja jetzt wieder beim ganz allgemeinen Phänomen. Wie gehen wir mit der Flüchtlingsproblematik um? Ich würde gerne noch mal zur Silvesternacht zurückkommen und würde jetzt gerne wieder auf diese Seite gehen, damit ich sozusagen keine Schimpfe kriege. Ich würde Sie gerne fragen. Sie sind? Schönen guten Tag. Herr Zobel aus Köln. Herr Zobel. Ich war Silvester dort. Sie waren dort? Ja, allerdings nur bis 22.30 Uhr, bis die ersten Raketen so in die Menge flogen. Da sind wir gegangen. Aber eine Gruppe? Wir? Nee, mein Gatte und ich. Mhm. Und seit Silvester hat sich aber sehr viel geändert, auch in Köln. Mhm. Ich bin vor Silvester nie auf der Straße angespuckt worden. Du schwule Sau. Wenn wir gewinnen, dann hängst du. Das ist mir zweimal passiert. Mhm. Es sind nicht nur die Frauen, die hier drunter zu leiden haben. Mhm. Es ist auch gerade in Köln die schwule Gemeinschaft.
Das heißt, Sie meinen, dass sich die Gesamtatmosphäre, die Offenheit, das, was wir vorhin schon mal gehört haben, als das Bunte der Gesellschaft, dass Sie das beeinträchtigt sehen? Das wird nicht mehr bunt. Das wird einseitig. Das heißt, Sie sehen da sehr schwarz. Ich sehe sehr, sehr schwarz. Sie haben sich eine ganze Weile gemeldet, habe ich gesehen. Genau. Ich möchte noch mal vor Augen führen, letztendlich, dass Deutschland beteiligt ist an Fluchtursachen und mitverantwortlich. Da fällt mir zum einen ein, dass wir unzählige Waffen in alle Welt exportieren, dass wir auch seit einigen Jahren, mit der Bundeswehr im Ausland vertreten sind, Kriegseinsätze auch aktiv unterstützen. Und dass dazu kommt, und ein wichtiger Faktor für mich, dass die wirtschaftliche Situation, also das unfaire Welthandelssystem letztendlich, wie es konzipiert ist, dass das dazu führt, dass Menschen arm gemacht werden und dass das Ursachen sind letztendlich Krieg und Armut, warum Menschen hier hinkommen. Und deswegen sind wir verpflichtet, diese Menschen aufzunehmen, solange wir das nicht verändern und zum Besseren umkehren. Dankeschön. Vielen Dank für diese Wortäußerung. Ich bleibe hier in der Ecke. Ich weiß nicht, wie lange Sie sich gemeldet haben. Ich komme zu Ihnen. Sie sind? Mein Name ist Miss Keller und ich wollte einfach nur sagen, ich bin seit 23 Jahren mit einem Nordafrikaner verheiratet. Und vor 23 Jahren gab es keine Hilfe für ihn, keine bezahlten Deutschkurse, keinerlei Hilfe irgendwie. Und wir haben damals vor der Situation... Und mein bester Freund, der kommt, also ist vor 25 Jahren aus Afghanistan hierher geflohen. Bin ich auch sehr dankbar für, weil sonst hätte ich ihn ja heute nicht. Und für mich ist einfach, ich versuche mal ein Beispiel zu geben. Da fährt eine Dame mit ihren Kindern in die Mutter-Kind-Kur. Ja? Und dort gibt es eine Sauna und bis zu dem Zeitpunkt ist man nackt dorthin gegangen. Und dann haben sich einige muslimische Mitbürger dort beschwert, Bürgerinnen, und gesagt, bei uns geht das nicht, wir wollen gern bekleidet reingehen. In die Sauna? In die Sauna. Und wurde dann entschieden, dass ab dem Zeitpunkt nur noch in Bekleidung, bekleidet in die Sauna gehen. Und da finde ich, da kommt so ein Ungerechtigkeitsgefühl. Aha. Ja, da kommt auch die Wut. Es kommt gar nicht darauf an, oder man hätte ja auch jetzt zum Beispiel einige Tage, oder das, jetzt bin ich hier so aufgeregt. Das ist der Sinn. Oder halt eben auch diese Diskussion über, darf man die Weihnachtsmärkte noch Weihnachtsmärkte nennen? Ne? Das ist, ich feiere seitdem ich lebe am 24. Dezember Weihnachten und nicht den Winter. Aber ich würde mich auch, also sage ich mal da gerade zur Integration, ich würde mich auch sehr freuen. Bei den Muslimen gibt es ja auch Feiertage. Ich sage jetzt mal das Zuckerfest, wenn es Zuckerfestmärkte geben würde. Ja, ich sage, da kommt man so auch... aufeinander zu. Mein Wunsch ist eigentlich, dass eine Frau verschleiert, ich sag mal, ist jetzt so mein Bild, ja, und eine Dame, die ein Mini anhat und einen Top, dass die voreinander stehen und sich akzeptieren. Und ich finde es auch wichtig, wie gerade gesagt, dass die Probleme auf dem Tisch müssen und dass die besprochen werden müssen, weil die Probleme, diese Diskriminierung, dass ich glaube, das ist so eine Religionsdiskriminierung, die kommt halt eben auch von Muslimen, genauso wie auch von uns. Und da, man muss aber beide Seiten sehen, finde ich das total wichtig und nicht nur immer diese eine Seite. Aber Sie sind total pragmatisch, wenn Sie sagen, ja gut, ich kann das verstehen irgendwo, dass Sie nicht nackt in die Sauna gehen, aber man kann die Tage ja aufteilen. Richtig. Und nicht, das haben Sie gerade gemeint, also insofern habe ich das verstanden. Und für mich ist auch im letzten Jahr, als die Flüchtlinge hierher kamen, und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin Mensch, für mich sollte eigentlich jeder Mensch, der auf die Welt kommt, das Recht haben zu essen und zu trinken haben. Ja? Und im Moment versagt die Menschheit oder beziehungsweise, so wie ich sage, die Politiker. Ja? Die tragen die Verantwortung. Und ich möchte die Politiker, alle wie sie sind, auffordern, wieder zur Professionalität und auch Sachlichkeit zurückzukommen. Ja, ich bin in die rechte Ecke gedrängt worden und da wehre ich mich total gegen, weil ich überhaupt nicht rechts bin, sondern ich habe Bedenken und auch Kritik an der Bundesregierung, weil planlos, so wie letztes Jahr die Flüchtlinge hergekommen sind, sollte es nicht sein. Ja. Und eine Bundeskanzlerin, Ich möchte einen weiteren Punkt sagen zu dem jungen Herrn da hinten, der sich leider nicht vorgestellt hat
Und zwar hat er davon gesprochen, dass wir die Kriege in Syrien fördern, dass wir da Waffen liefern, dass wir dort, wen meinten er eigentlich mit wir? Wir machen gar nichts. Das machen Geostrategen, Großinvestoren und Waffenhändler und teilweise Politiker. Ja. Von wir kann man, das ist übrigens auch eine Verallgemeinerung dieser Bevölkerung. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Bitte schön. Sie sind dunkelhäutig und sind nach Dresden gezogen. Jawohl. Verzeihen Sie bitte, ohne jedes Vorurteil schüren zu wollen. Aber ich wundere mich trotzdem darüber, weil man natürlich von Pegida hört, von einer gewissen Stimmung in der Stadt, gegen die sich Demokraten stellen. Aber trotzdem wundert es mich. Ich sage Ihnen den Beweggrund. Ich hatte die Wahl zwischen Aachen und Dresden, wo ich meinen Master machen werde für Ingenieurswesen. Ich habe mich für Dresden explizit entschieden. Und zwar, weil mich die Mentalität der Menschen dort interessiert. Der Osten ist mir, ich bin im Rhein-Main aufgewachsen, in Frankfurt geboren, der war mir fremd. Und ich wollte verstehen, warum die Menschen dort so sind. Und ich kann die Menschen verstehen. Ich kann den Menschen keinen Vorwurf machen im Alltag, dass die mir vermeintlich Ablehnung entgegenbringen. Denn Beweggrund für dieses Verhalten ist oftmals Angst. Und für Angst muss sich ein Mensch nicht rechtfertigen. Gut. Auch. Sebastian Fiedler. Landeschef der Kriminalbeamten. Ja, wir haben natürlich jetzt wirklich ein Problem. Also ich habe immer ganz große Bauchschmerzen und zucke immer ganz viel, wenn wir hier komplexe Sachverhalte darstellen und bei einer einfachen Meinungsäußerung, einer vermeintlich einfachen Lösung applaudiert der halbe Saal. Die Zusammenhänge müssen Sie natürlich schon erklären. Es ist jetzt nicht so, dass wir 1000 Taten der Justiz übermittelt hätten und dann hätte es da nur 6 Verurteilungen gegeben. Das ist natürlich dummes Zeug, sondern die Ermittlungen laufen ja noch. Es gibt etliche Sachverhalte, die der Justiz noch gar nicht übermittelt worden sind, weil die noch bei der Polizei im Moment ermittelt werden. Deswegen sieht das am Ende zwar nicht rosig aus, aber ich habe natürlich ein Problem damit, wenn jetzt hier 1000 zu 3 auf einmal da steht und das Land ergötzt sich darin, jetzt Justizschelte zu üben, obgleich die Staatsanwälte natürlich auch nicht wissen, wie sie in Schlaf kommen sollen, weil sie über ihren Vorgängen da versuchen, noch das Licht zu sehen am Ende des Tages. Also das heißt, die Zusammenhänge sind leider etwas komplexer. Das zeigt sich einerseits natürlich in der Darstellung der Situation. Wir haben jetzt alles Mögliche miteinander vermischt. Willkommenskultur mit Syrern, mit marokkanischen Tätern. Jetzt kommt gleich noch Abschiebung und die Waffenlieferungen dazu. Und dann machen wir über alles, überlegen wir uns, ob wir jetzt applaudieren oder nicht. Da habe ich am Ende ein bisschen Problem mit, weil wir schon den einen oder anderen roten Faden vielleicht zu Ende verfolgen sollten. Ansonsten tun wir uns hier, glaube ich, ein bisschen schwer, nach 15 Meinungsäußerungen jetzt ein Resümee zu ziehen. Brauchen Sie ja noch gar nicht. Das ist übrigens immer sehr schwierig, weil gibt es wirklich ein Resümee? Wir sind ja hier, um verschiedene Meinungen zu hören. Zu einzelnen Sachverhalten gibt es selbstverständlich ein Resümee. Wir könnten jetzt darüber sprechen, dass zum Beispiel auf den Kölner Ring es keineswegs ein Problem gewesen ist, das erst im Januar begonnen hat, sondern seit vielen... Frau Schrage, ich komme aus Münster, ich bin Pflegewissenschaftler und habe meine Bachelorarbeit vor 1,5 Jahren begonnen. Die habe ich jetzt im Sommer abgeschlossen. Und zwar das Thema war syrische Flüchtlinge in der professionellen Pflege, Problem oder Chance. Ich habe hier viele Aspekte gehört. Das war zum Beispiel die Integration, das Integrationsgesetz, das immer wieder diskutiert wurde. Ein wesentlicher Punkt ist, dass jetzt zum Beispiel nach der Reform des Integrationsgesetzes die Flüchtlinge in allen Orten untergebracht werden können, die das Amt sozusagen vorgibt. Das heißt de facto, dass die da in Gegenden abgeschoben werden, die nicht sonderlich von Arbeitsstrukturen begleitet sind, die auch Arbeitsplätze finden. Ein weiterer Aspekt ist die Traumatisierung vieler Flüchtlinge. Mhm. Das Gros der Flüchtlinge, das sind 70% Syrer, jetzt geschätzt. Von denen, ich nenne mal eine Zahl, in Jordanien sind 75% der 15- bis 17-jährigen Mädchen zwangsverheiratet worden, um sie vor Vergewaltigung, Missbrauch zu schützen. Mhm. Nach einer Studie in Berlin... Soll man sagen, beides nicht schön. Richtig. Nach einer Studie in Berlin, das war eine Stichprobe, also keine randomisierte Studie, sind 50% aller ankommenden Flüchtlinge traumatisiert. Und ich habe in meiner Bachelorarbeit auch noch einen wichtigen Aspekt angesprochen, und zwar Flüchtlinge bringen eine Chance, eine riesengroße Chance. Unsere Gesellschaft ändert sich, unsere Gesellschaft, immer mehr Menschen sprechen Arabisch, die können Dolmetscherdienste leisten, zum Beispiel auch bei der Demenzbetreuung später. Weil das Altgedächtnis bleibt erhalten, das Kurzzeitgedächtnis geht verloren. Das ist jetzt aber, da sind wir noch nicht. Ja?
Also, ne, wir sind noch sind wir aktuell. Vielen herzlichen Dank. Wir haben ja hier zwei sehr konträre Meinungen. Sie sagen, viele Flüchtlinge wollen ja gar nicht integriert werden. Und Sie sagen, doch, eben schon. Mit dieser Kontradiktion, mit diesem Widerspruch, gehe ich jetzt zu Ihnen. Und ich werde Sie auch korrekt vorstellen, liebe Frau Tagrit-Josef, Leiterin der kommunalen Integration des Integrationszentrums in Krefeld, kurz Integrationsbeauftragte. Das ist insofern etwas merkwürdig, weil Sie den Begriff Integration gar nicht so richtig mögen. Warum eigentlich nicht? Weil er grundsätzlich immer sehr einseitig definiert wird. Und Integration heißt für die meisten immer, dass derjenige, der nach Deutschland kommt, wenn wir jetzt Deutschland als Integrationsland bezeichnen, dass immer derjenige die Arbeit leisten muss, sich in diese Gesellschaft einzubringen. Ich finde, dass Integration beidseitig ist, also keine Einbahnstraße, sondern wir müssen beide Seiten müssen etwas geben und nehmen, um eine gelungene Integration auch wirklich hervorzurufen. Da war ja gerade der Einwurf von Frau Stenger, war ja, dass viele sich im Grunde genommen verweigern. Also ich bin als Leiterin des kommunalen Integrationszentrums hier und ich erlebe in Krefeld eine ganz andere Situation. Wir sind Dienstleister, die Menschen kommen zuerst, gerade wenn sie Kinder haben, zu uns. Wir nehmen die Kinder auf für die Schule. Live aus Köln. Ihre Meinung. Wendepunkt Silvesternacht. Sind Flüchtlinge noch willkommen? Darüber diskutieren 100 Zuschauerinnen und Zuschauer, Politiker und Experten. Ihre Gastgeberin ist Bettina Böttinger. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie zugeschaltet haben. Ich bin sehr gespannt auf diese Live-Sendung, Ihre Meinung. Und hier sind wie immer ungefähr 100, 110 Zuschauerinnen und Zuschauer versammelt, die ihre Meinung sagen wollen. Thema haben Sie schon gehört. Es geht um den Wendepunkt Silvesternacht. Sind Flüchtlinge noch willkommen? Fragezeichen. Es wurden 1.205 Strafanzeigen gestellt, nachdem es vor dem Kölner Hauptbahnhof, vor dem Kölner Dom zu massenhaften Übergriffen, vor allem gegen Frauen, gekommen war. In jener Silvesternacht, die man schon fast historisch nennen kann, muss man sagen. Und die Bilder, die um die Welt gingen, die haben sich eingeprägt. Hier oben. Mit den Raketen da. Mir ist die Luft weggeblieben und da kommt dann schon so ein bisschen Panik in einem hoch. Ja. Ich habe wirklich Todesangst in dem Moment. Tja, über diese Nacht und ihre Folgen möchte ich mit Ihnen heute Abend sprechen. Sie können auch von zu Hause oder von wo auch immer parallel mitdiskutieren auf Facebook. Und wir beginnen jetzt schlicht und ergreifend hier in dieser Runde. Ich blicke mich um, es ist immer so, wer macht den Anfang? Ich bleibe jetzt mal hier ganz vorne ausnahmsweise und beginne mit einer Frau. Sie sind? Katrin Rommel und ich komme aus der Nähe von Paderborn. Sie waren aber nicht in der Silvesternacht auf der Domplatte? Nein, war ich nicht, Gott sei Dank. Sind Sie Mutter? Ja. Hat diese Silvesternacht etwas in Ihnen ausgelöst, was Sie vorher nicht für möglich hielten? Sorge? Ja, ich habe gezielt Ängste um meine Tochter. Ich habe Ängste, aber auch, verstehe ich auch Ängste der Mütter um ihre Töchter. Man macht sich mittlerweile auch Gedanken, wenn mein Kind abends rausgeht, was zieht es an? Ist das anzüglich oder nicht? Kommt es heil zurück nach Hause oder nicht? Und diese Bedenken und diese Sorgen, die hatte ich vor 3-4 Jahren noch nicht. Wo kommen das Sie hat her sich genau? gewandert. Aus Hornbad Meinberg. Und Ihre Tochter selber, wie geht die mit diesem Phänomen um, wenn ihre Mutter Angst um sie hat? Sie versteht es zum Teil, zum anderen Teil versteht sie es natürlich auch nicht. Und diese Sorgen teilen auch viele andere Mütter ja auch. Es entsteht ein Unbehagen, finde ich. Und über dieses Unbehagen bin ich auch froh, dass wir auch heute darüber reden können, wie wir damit umgehen und was sich ändern muss. Ich habe mit Ihnen angefangen, mit einer Dame. Ich danke für Ihre erste Wortmeldung. Ich gehe einfach mal weiter. Diese Live-Sendung, Ihre Meinung. Und hier sind wie immer ungefähr 100, 110 Zuschauerinnen und Zuschauer versammelt, die Ihre Meinung sagen wollen. Thema haben Sie schon gehört. Es geht um den Wendepunkt Silvesternacht. Sind Flüchtlinge noch willkommen? Fragezeichen. Es wurden 1.205 Strafanzeigen gestellt, nachdem es vor dem Kölner Hauptbahnhof, vor dem Kölner Dom zu massenhaften Übergriffen, vor allem gegen Frauen, gekommen war. In jener Silvesternacht, die man schon fast historisch nennen kann, muss man sagen. Und die Bilder, die um die Welt gingen, die haben sich eingeprägt. Das ist da unten noch gefährlicher als hier oben. Die ballern mit den Raketen da runter. Mir ist die Luft weggeblieben und da kommt dann schon so ein bisschen Panik in einem hoch. Ja.
ich habe wirklich Todesangst in dem Moment. Tja, über diese Nacht und ihre Folgen möchte ich mit Ihnen heute Abend sprechen. Sie können auch von zu Hause oder von wo auch immer parallel mitdiskutieren auf Facebook. Und wir beginnen jetzt schlicht und ergreifend hier in dieser Runde. Ich blicke mich um, es ist immer so, wer macht den Anfang? Ich bleibe jetzt mal hier ganz vorne ausnahmsweise und beginne mit einer Frau. Sie sind? Katrin Rommel und ich komme aus der Nähe von Paderborn. Sie waren aber nicht in der Silvesternacht auf der Domplatte? Nein, war ich nicht, Gott sei Dank. Sind Sie Mutter? Ja. Hat diese Silvesternacht etwas in Ihnen ausgelöst, was Sie vorher nicht für möglich hielten? Sorge? Ja, ich habe gezielt Ängste um meine Tochter. Ich habe Ängste, aber auch, verstehe ich auch Ängste der Mütter um ihre Töchter. Man macht sich mittlerweile auch Gedanken, wenn mein Kind abends rausgeht, was zieht es an? Ist das anzüglich oder nicht? Kommt es heil zurück nach Hause oder nicht? Und diese Bedenken und diese Sorgen, die hatte ich vor 3-4 Jahren noch nicht. Wo kommen das Sie hat her sich genau? gewandert. Aus Hornbad Meinberg. Und Ihre Tochter selber, wie geht die mit diesem Phänomen um, wenn ihre Mutter Angst um sie hat? Sie versteht es zum Teil, zum anderen Teil versteht sie es natürlich auch nicht. Und diese Sorgen teilen auch viele andere Mütter ja auch. Es entsteht ein Unbehagen, finde ich. Und über dieses Unbehagen bin ich auch froh, dass wir auch heute darüber reden können, wie wir damit umgehen und was sich ändern muss. Ich habe mit Ihnen angefangen mit einer Dame. Ich danke für Ihre erste Wortmeldung. Ich gehe einfach mal weiter, die Tische entlang und gucke, hier meldet sich jemand, hier an dem Tisch meldet sich jemand. Ich möchte jetzt mal einen Mann haben, deswegen komme ich zu Ihnen. Sie sind? Mein Name ist Bauer. Ich komme aus dem schönen Sauerland und ich habe 20 Jahre in Köln gelebt. Aha. Und war natürlich genauso schockiert, weil man ja das in Köln nicht kannte. Und es ist schon eigentlich bedrückend, wenn man heute in so einer großen Stadt sich nicht mehr sicher fühlt. Wenn die Kamera mich eingefangen hätte, hätte sie mein Stirnrunzeln eingefangen, weil mich das wirklich wundert. Also gerade die Silvesternacht ist eigentlich eine Zäsur in der Berichterstattung gewesen, meines Erachtens. Das bestätigen übrigens alle Gespräche, die ich mit Redakteuren auch geführt habe. Das heißt, es wird so offen über Kriminalität diskutiert, wie heute Abend hier, wie also in den letzten 10, 20 Jahren im Vorfeld nicht. Deswegen wundert mich eine solche Wahrnehmung schon. Also wir haben von einer Bochumer Polizistin ein Buch präsentiert bekommen, die aus ihrem Leben im Alltag berichtet. Also wenn man den Vorwurf an die Medien, wenn es einen gibt, den man nicht richten kann, dann ist es sicherlich, dass wir jetzt nicht mehr hinreichend über Kriminalität diskutieren. Deswegen sind wir ja unter anderem heute Abend auch hier und hören uns die unterschiedlichen Meinungsfacetten an, die man allerdings, glaube ich, in den Teilen sortieren muss, ist mein Eindruck. Da gibt es durchaus ein paar Aspekte, die so ein bisschen durcheinander geraten sind. Meine ich beispielsweise die Frage, mit welchen Zuwanderungsgruppen wir es zu tun haben. Das klang gerade an. Wir haben es bei Kriegsflüchtlingen unheimlich wenig zu tun, wir in unserer Arbeit. Tauchen also beispielsweise Syrer tauchen unterproportional tauchen die auf in der Kriminalität. Wir haben da sogar eine Statistik, ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon abrufen können. Da sieht man ganz deutlich, dass gerade die syrischen Flüchtlinge, was die Proportionen angeht, zu anderen Gruppen sehr weit unten in sind der in Köln auch nicht beteiligt gewesen, Statistik wenn es darum geht. Deswegen muss man auch die Kölner Ereignisse noch mal ganz gesondert bewerten und nach den Ursachen dort suchen. Wir haben das hier vom vergangenen Jahr einmal aufgelistet. Sie sehen, dass in der Gruppe der Zuwanderer, die Zuwanderer aus den Maghreb-Staaten, Tunesien, Algerien, Marokko, sehr gering ist. Es ist eine Gruppe von nur 2,4%. Und bei den Tatverdächtigen aller Straftaten der Zugewanderten haben sie immerhin einen Anteil von 14,5%. Das sind ja mal Zahlen, die sind überprüft. Und die Syrer ist die größte Gruppe der Zuwanderer mit knapp 40%. Die haben aber sozusagen umgekehrt proportional nur in Anführungszeichen einen Anteil von 9,1% der Tatverdächtigen bei Straftaten. Also wir sehen bei den Maghreb-Staaten extrem viel, wenn man es vergleicht, und in Syrien extrem wenig. Das sind übrigens Zusammenhänge, die wir im Januar dieses Jahres schon aufgezeigt haben, die sich im Grunde immer nur verfestigt und bestätigt haben. Und das macht auch deutlich, dass wir hier die Themenbereiche auseinanderhalten müssen, meines Erachtens schon alleine deswegen, weil wir natürlich die Flüchtlinge, die aus dem Krieg hier zu uns kommen, schützen müssen und aus diesen Debatten hier raushalten müssen, die mit Kriminalitätsfragen zu tun haben und die mit der Kölner Domplatte zu tun haben. Ja. Das ist ja sozusagen der erste Diskussionspunkt heute Abend, diese unmittelbaren Folgen der Silvesternacht und ob und inwieweit sie die öffentliche Meinung beeinflusst haben. Herr Bosbach, das war natürlich eine Nachricht, man traute seinen Augen nicht, wenn man die Berichte hinter dem Fernsehen gesehen hat. Ich weiß, ich war zu der Zeit Silvesterurlaub im Ausland und sah dann auf BBC diese Bilder und
habe gedacht, das kann nicht sein. Und meine Frage dort im Urlaub war, was hat denn die Polizei gemacht? Ich wusste ja noch gar nicht, was eigentlich passiert war. Ich sah nur die Bilder. Was glauben Sie, wie hat diese Nacht die, in Anführungszeichen, Willkommenskultur... Und die Waffenlieferungen dazu. Und dann machen wir über alles, überlegen wir uns, ob wir jetzt applaudieren oder nicht. Da habe ich am Ende ein bisschen Problem mit, weil wir schon den einen oder anderen roten Faden vielleicht zu Ende verfolgen sollten. Ansonsten tun wir uns hier, glaube ich, ein bisschen schwer, nach 15 Meinungsäußerungen jetzt ein Resümee zu ziehen. Brauchen Sie ja noch gar nicht. Das ist übrigens immer sehr schwierig, weil gibt es wirklich ein Resümee? Wir sind ja hier, um verschiedene Meinungen zu hören. Zu einzelnen Sachverhalten gibt es selbstverständlich ein Resümee. Wir könnten jetzt darüber sprechen, dass zum Beispiel auf den Kölner Ringen es keineswegs ein Problem gewesen ist, das erst im Januar begonnen hat, sondern seit vielen, vielen Jahren dürfte der Herr ein Problem gehabt haben auf den Kölner Ringen. Und zwar in gleicher, ich kenne diese Schilderung, ich kenne die Sachverhalte. So, die Problemlage ist nur eine etwas andere gewesen. Ich behaupte mal, der vorherige Polizeipräsident hätte längst nicht eine solche Rückendeckung erfahren, wie der jetzige Polizeipräsident in Köln das tut, weil er nämlich intensiver durchgreift und weil sich die Situation nach Köln, in meiner Wahrnehmung, nach meiner Information, durchaus erheblich geändert hat in der Polizeiarbeit. Wir haben vor jedem Feiertag und am Wochenende eine Einsatzhundertschaft mehr zur Verfügung und haben natürlich entsprechende Verdrängungseffekte. Es hat Gespräche mit der Justiz gegeben. Es wird dort nach meiner Wahrnehmung nicht mehr so lasch geurteilt, wie das in der Vergangenheit mal zumindest gewesen sein soll. Also, zur Erinnerung, der alte Polizeipräsident ist ja zurückgetreten. Worden, würde ich mal so sagen. Ich würde mal sagen, dass die Einsatzkonzepte, die wir jetzt in Köln erleben seit diesem Jahr, durchaus Wirkung entfalten. Das gehört zur vollständigen Sicht der Dinge hinzu. Und am Ende des Tages gehört die Außenpolitik mit dazu. Und wir müssen uns dann darüber unterhalten, warum verurteilte Straftäter aus Nordafrika nur 4 pro Woche dorthin zurückgeführt werden können. Das, sag ich mal, ist das komplexe Bild dieser Dinge. Und da merken Sie, da spielen Kriegsflüchtlinge jetzt zunächst einmal keine Rolle bei dem Thema. Ich habe eine ganz einfache Frage an Herrn Bosbach. Denn viele Menschen diskutieren auch darüber oder sagen, ja, Flüchtlinge, es muss ihnen geholfen werden, aber irgendwann ist es zu viel. Das haben Sie ja auch mal schon mal ähnlich des Öfteren geäußert. Es gibt sozusagen, gibt es eine Obergrenze? Darf ich mal versuchen, das zu sortieren? Ja, bitte. Wir sprechen ganz pauschal von Flüchtlingen. Flüchtlingen ist ein Rechtsbegriff. Eben. Als Flüchtling bezeichnet das Völkerrecht und unser Asylrecht diejenigen, die vor politischer Verfolgung geflohen sind, vor Krieg oder Bürgerkrieg. Die Probleme, die wir gerade besichtigen könnten, werden durch illegal eingereiste Migranten verursacht. Das ist ein großer Unterschied. Jetzt der zweite Punkt. Ich kenne kein Politikfeld, wo es so unterschiedliche Meinungen gibt wie beim Thema Migration und Integration. Aber ich schätze mal, der weit, weit überwiegende Teil der Bevölkerung sagt doch und sagt auch zu Recht, diejenigen, die schutzbedürftig sind, weil sie vor Krieg oder Bürgerkrieg geflohen sind, die bekommen Schutz, die sind uns willkommen, wenn sie unsere Kultur und Rechtsordnung beachten und sich um Integration bemühen. Und dann gibt es diejenigen... Dann gibt es diejenigen, die nicht schutzbedürftig sind, aber aus anderen. Ich kann eine Frau noch mal fragen. Jetzt waren hier männliche. Darf ich zu Ihnen kommen? Ja. Vera Witte aus Düsseldorf. Okay. Ich habe mir eine eigene Meinung gebildet und habe in einer Flüchtlingsunterkunft mich gemeldet. Bin seit einem Jahr ehrenamtlich dort tätig. Habe erst gedacht, nee, da hast du keine Zeit für Ehrenamt. Und nach der Arbeit in einer tollen Gruppe und ich habe tolle Menschen dort kennengelernt. Und ja, es sind zu 80% in der Unterkunft Männer. Und in dem Sprachunterricht, den wir da geben, sind da auch nur Männer. Aber ich habe auch anfangs gedacht, oh, wie ist das? Aber nette Leute und höfliche Leute und ich habe keinerlei Angst, da zu sein. Und ich finde, wenn man sagt, Flüchtlinge sind willkommen, ja, weil was sind Flüchtlinge? Die müssen ihre Heimat verlassen vor Krieg und vor Armut. Die müssen vielleicht durchs Mittelmeer erstmal ihr Leben sag ich mal, aufs Spiel setzen. Und ich sag mal, da sollten wir einfach nette Nachbarn sein und sagen, ja, wir heißen euch willkommen. Und ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht und möchte das einfach weitergeben, weil viele Leute sagen, ja, da hat man Angst. Und ich denke mir, hast du jemanden kennengelernt? Ja. Darf ich nochmal zurückgehen auf den Film, also auf die Silvesternacht? Ja. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Ja, als Frau hätte ich mich da auch furchtbar gefühlt, aber auch wie gerade schon gesagt wurde, es gibt einfach gewisse Ecken, wo man als Frau sich abends nicht wohlfühlt, die gab es schon immer und durch diese Silvesternacht hat sich das für mich nicht verstärkt, aber man ist umsichtig, aber das ist jetzt nicht Generalverdacht, alle Flüchtlinge sind das, also meine Meinung ist das nicht und für mich sind Flüchtlinge weiterhin willkommen. Vielen Dank. Herr Reuter, Sie sehen jetzt schon, meine Damen und Herren, dass das Meinungsspektrum sehr, sehr weit ist hier heute Abend. Jetzt begrüße ich meine beiden
Experten in Anführungszeichen, Sebastian Fiedler. Einen schönen guten Abend, Sie waren schon guten mal Abend. Hier. Der Chef, sage ich jetzt einfach mal, Bundes der Kriminalbeamten in Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Bundesvorsitzender, Herr Bosbach. Schön, dass Sie da sind. CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Innenausschuss. Herr Fiedler, wir haben eben eine Äußerung von Herrn Bauer gehört, war der Name. Er sagte, er hat mit Polizisten Kontakt gesucht, gerade heute in Köln. Und die sagen auch, wir sind einer gewissen Aggression ausgesetzt und darüber wird gar nicht berichtet. Können Sie das nachvollziehen, was er gesagt hat? Wenn die Kamera mich eingefangen hätte, hätte sie mein Stirnrunzeln eingefangen, weil mich das wirklich wundert. Also gerade die Silvesternacht ist eigentlich eine Zäsur in der Berichterstattung gewesen, meines Erachtens. Das bestätigen im Übrigen alle Gespräche, die ich mit Redakteuren auch geführt habe. Das heißt, es wird so offen über Kriminalität diskutiert, wie heute Abend hier, wie also in den letzten 10, 20 Jahren im Vorfeld nicht. Deswegen wundert mich eine solche Wahrnehmung schon. Also wir haben von einer Bochumer Polizistin ein Buch präsentiert bekommen, die aus ihrem Leben im Alltag berichtet. Also wenn man den Vorwurf an die Medien, wenn es einen gibt, den man nicht richten kann, dann ist es sicherlich, dass wir jetzt nicht mehr hinreichend über Kriminalität diskutieren. Deswegen sind wir ja unter anderem heute Abend auch hier und hören uns die unterschiedlichen Meinungsfacetten an, die man allerdings, glaube ich, in den Teilen sortieren muss, ist mein Eindruck. Da gibt es durchaus ein paar Aspekte, die so ein bisschen durcheinander geraten sind, meine ich beispielsweise.